So, mit ein bisschen Glück läuft die Aufnahme. Herzlich willkommen zur Vorlesung Design Pattern. Wir sind im Sommersemester 2020 und gefühlt ist das die neunte. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall die neunte Hausaufgabe heute. Wir gehen im Grunde diese Pattern alle fröhlich durch und haben jetzt so langsam angefangen, so einen Editor zu bauen, so ein etwas größeres Beispielsystem. Damit werden wir heute so ein bisschen weitermachen. Bevor ich das tue, gibt es dieses großartige pädagogische Mittel der Restekiste, wie ich jetzt von Sebastian gelernt habe. Das wollen wir heute mal einblenden. Und zwar war die letzte Hausaufgabe ja so ein bisschen mit Code-Generierung. Und jetzt lass mich nicht lügen, das war ungefähr hier. Ah, und da müssen wir jetzt mal so den View noch irgendwie vergrößern. Hey, verrückt. Und das ist schon die neue Hausaufgabe. Das heißt, wir müssen hier in das Composite reingehen. Nee, Quatsch, in das Command. Wunderhübsch. Da haben wir ja so Commands gebaut und ganz am Schluss gab es hier diese Editor GetHTML Methode. Ihr erinnert euch so grob an dieses Ding. Wie kriege ich das denn jetzt hier wieder weg? Mist. Ich will nur einen. Moment, ich muss mal gerade hier raus. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. View, Appearance, Exit Presentation Mode. Ich habe hier noch mein Ding gesplittet. Das kriege ich anders nicht wieder weg. Enter Presentation Mode. So. Kriegen das hin. Wo bin ich jetzt? Wieder in der falschen Stelle. Mockup Editor Test. Irgendwo haben wir gesagt, jetzt kann man hier so ein GetHTML machen. Genau. Aber wenn ich da reinkomme, dann haben wir ja, das habe ich hier noch ein bisschen umgebaut, dass man jetzt sagen kann, ich brauche ein HTML für eine ganz bestimmte Page. Dann haben wir im Großen und Ganzen so einen String-Template hier verwendet. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich habe in einer Menge von Templates dieses Page-Template. Das gucken wir uns auch gerade nochmal bitte an. Die waren hier drinne und das Page-Template ist hoffentlich hier ganz weit oben. Und da steht jetzt hier im Wesentlichen, ja, mach mir so ein HTML, so ein Body, gib dem so ein Root, mach die ganzen Tags wieder zu. Und der entscheidende Punkt ist der hier. Da habe ich gesagt, hier hätte ich jetzt bitte den Content hin. Und den Content lasse ich mir hier als Parameter geben, als einen String, der den kompletten Inhalt der Seite, die aus vielen, vielen Teilen wieder bestehen kann, schon enthält. Das kann man so machen. Das muss man nicht so machen. Die Alternative ist, die meisten Template-Sprachen, die es so gibt, Velocity und ich glaube auch diese String-Templates, erlauben es einem, dass man hier ein Modellobjekt aus meinem, also so ein Java-Objekt übergibt und dass man dann hier drauf zugreifen kann. In String-Templates kann man keine Java-Objekte übergeben, aber man kann ein Array of Strings übergeben. Und dieses Array of Strings, da kann man mit einer Schleife dann durchlaufen und kann sich dann hier den Content zusammenbasteln. Das macht man sehr gerne, wenn man jetzt einfach sagt, ja, ich habe hier drin als Body-Content viele, viele Paragraphen. Na, und in dem Ding, das so einen Line macht, das wäre jetzt hier dieses hier, da ist bei uns der Content ja so viele, viele Labels und Input-Fields und Buttons oder was man da so drin haben möchte. Das heißt, ich könnte anstatt hier einen String zu übergeben, mir auch eine Menge von Strings zu übergeben. Das muss aber tatsächlich eine Map sein oder eine ganz komplizierte Geschichte. Und dann kann ich da prinzipiell durchrödeln und mir hier in der Schleife den Content zusammenbauen lassen. Man kann hier anstatt nur so einen Variablen-Namen hinzuschreiben, auch einen Aufruf von der Methode machen. Man kann hier auch zum Beispiel ein anderes Template rufen. Ich kann jetzt hier aufrufen Input, Klammer auf und dann hier diese Parameter-ID Value Prompt machen und dann dieses Ding rufen. Na? Machen wir mal schnell wieder rückwärts. So. Ich mache sowas grundsätzlich nicht. Und tatsächlich
Ist das so der Punkt, der diese Template-Sprachen alle furchtbar schwierig machen? Also Velocity ist so oder Seamleaf hat das eigentlich auch. Das sind alles Template-Sprachen, die eben so Java, ja, so Kontrollstrukturen, Schleifen, Fallunterscheidungen, Funktionen als Sprachmittel enthalten und die man dann hier drinnen ausführen kann. Das Coole ist, ich kann dann ein Parent-Template angeben, wo ich dann hier anstatt den Content schon fertig zu haben, hinschreiben könnte und jetzt hier bitte die Lines alle hinmachen. Und dann würde ich hier hinschreiben, Lines, Klammer auf, Klammer zu und dann hier weitere Parameter übergeben, wie ich auf diese Lines zukomme. Wenn ich hier als Parameter tatsächlich ein Java-Objekt übergeben kann, könnte ich das Ding fragen, gib mir mal alle deine Kinder. Und dann könnte ich hier eben eine Schleife über diese Kinder machen. Und auf dem Weg im Großen und Ganzen das Ganze hier zusammenbauen. Und dann habe ich tatsächlich ein Template, das mir den kompletten Aufbau der ganzen HTML-Seite beschreibt, wie sich der aus den verschiedenen Teilen zusammensetzt. Das ist so schöner Self-Contained. Wir machen das eben nicht. Bei uns ist es eben so, dass die GetHTML, wo war das? Zurück, 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 zurück. Hier. Die GetHTML ruft hier dieses Template für Page auf und übergibt den Content. Den Content haben wir vorher rekursiv aufgerufen, zusammengebaut. Das mache ich mit einer Methode, die habe ich jetzt ein bisschen umgebaut, die habe ich jetzt GetContent genannt. Die macht eine Schleife über alle Kinder. Das passiert im Wesentlichen hier. Und dann für jedes einzelne Kind wird dieses GetKid aufgerufen. Und es ist mir jetzt egal, was das Kind für einen Typ hat. Da kann man dann eben, boah, Hilfe. Es ist mir egal, was das Kind für einen Typ hat. Das mache ich hier mit Reflection. Ich frage das, gib mir die Klasse von mir selber. Okay. Und hol mir über den Simple Name die richtige Get-Methode, also Get Input, Get Label, Get Line, Get irgendwie was und ruf die dann auf. Na, und das heißt, auf dem Weg werden jetzt hier diese Spezialmethoden aufgerufen. Was ich im Wesentlichen gemacht habe, ist ein Visitor, der durch mein logisches Datenmodell läuft und dann von den Blättern her angefangen, diese Strings zusammenbastelt für die Labels und für die Inputs, daraus die Lines zusammenbastelt und daraus dann die ganze Page-Content zusammenbastelt. Der wesentliche Unterschied dazu, ob ich das in meinen Java-Sachen mache oder ob ich das in der Template-Sprache mache, ist, wenn ich in der Template-Sprache irgendeinen Fehler mache, das kann ich nicht debuggen. Wenn da irgendwas schief geht, dann kommt nachher nicht der Text raus, den ich haben möchte, dann suche ich mir einen Wolf. Und diese Templates sind einfach unglaublich schlecht zu warten. Also das ist wirklich schwierig. Und letztendlich sind die Mittel zur funktionalen Abstraktion, wie das so schön heißt, also die, mit denen ich aus einer Gruppe von Statements und Kontrollstrukturen mir wieder eine Methode baue, die sich gegenseitig aufrufen können. Diese Methoden kann ich dann wieder in Klassen zusammenpacken. Die Klassen kann ich in Packages zusammenpacken. Und irgendwo so bei Klasse oder Package hört in diesem String-Template die Sache auf. Das können die einfach nicht. Sachen auf verschiedene Dateis aufteilen. Dafür sind die nicht gemacht. Das geht bei Velocity auch manchmal, aber so Import-Konzepte, das ist alles Gemurks. Tatsächlich sind alle diese Konzepte in Java viel schöner, haben eine viel bessere Werkzeugunterstützung als in irgendeiner komischen Template-Sprache. Deswegen mache ich eben, sobald es ein bisschen kompliziertere Abläufe sind, die lieber in Java. Da kann ich das schön durchdebuggen, weil ich das gerne tue. Da habe ich ordentliche Mittel, um Schleifen zu konstruieren, dann all so ein Kram und da kenne ich mich auch besser mit aus. Ne? Da muss ich nicht drei verschiedene Sprachen lernen. Und dementsprechend benutze ich dieses String-Template so, dass ich durch den Durchlauf durch meine Composite-Struktur mit einem Visitor auf der Java-Seite mache, mir dann für einzelne Elemente per Template diese Texte zusammenbaue und dann aber das Zusammenbauen der höheren Hierarchieebenen mache, indem ich einfach nur noch die Texte als Parameter übergebe. Das ist eine Philosophiefrage. Das kann man auch anders machen. Ich mache das jetzt schon verdammt lange.
Code generieren oder solche Sachen. Also der FuLib-Code-Generator oder der STM-Lib-Code-Generator und davor der FuJava-Code-Generator. Die haben alle solche Template-Sprachen benutzt. Für STM-Lib hat der Stefan Lindl irgendwann seine eigene Template-Sprache gemacht, weil er mit denen, die es gab, nicht glücklich war. Ich habe davor mal gesagt, String.format reicht mir eigentlich aus oder habe auch eigentlich einen eigenen CGUtil, hieß das, Template-Mechanismus entwickelt, der tatsächlich finde ich jetzt am Schluss diese String-Templates am schönsten. Davor haben wir Velocity zu den FuJava-Zeiten noch verwendet. Ich mache das jetzt wirklich schon lange. Und ihr könnt auch mal mit den Guys-Leuten sprechen, da waren auch Leute, die haben solche Template-Sprachen verwendet. Sobald man anfängt, in einem Template irgendwelche Kontrollstrukturen zu verwenden, werden die Dinger unwartbar. Nach meiner Erfahrung seit 98 ungefähr mache ich das. 22 Jahre lang. Ich mache das seitdem jetzt immer so und das funktioniert gut. Wer mir nicht glaubt, sollte seine eigenen Erfahrungen machen. So, seid gewarnt oder seid irgendwie auf den rechten Weg geführt. Das war der Teil zu dieser Template-Sprache und tatsächlich benutze ich die String-Templates sehr gerne, weil die eben als Parameter nur Strings oder Arrays von Strings erlauben und nicht damit umgehen können, wenn du denen irgendwelche Modellobjekte gibst, wo sie sich dann die Strings, wo sie dann das Modell erst noch selber drauf zugreifen müssen. In Velocity geht das und dann hast du eben auch noch so Sachen, so Sprachfeatures, um auf Attribute lesen zuzugreifen. Alles Dinge, die es in Java schon gibt, die hast du dann da nochmal doppelt und dann funktionieren sie aber anders und dann manchmal eben nicht und wenn sie nicht funktionieren, weißt du nicht warum. Gut. Jetzt sind wir mit den wie generiere ich Code? Eigentlich relativ durch. Am Schluss baut man sich eine Datenstruktur auf, die man mit einem Visitor durchläuft und wo man dann nachher die ganzen Texte nur noch zusammenklebt. Das ist so grob der Punkt. Wann verwendet man Templates? Das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Ich verwende Templates immer dann, wenn so ein String.format nicht mehr aufreicht. Und grob gesagt ist das, wenn der Text länger als eine Zeile ist. Also wenn ihr mehrere Zeilen generieren wollt, dann tut das in so einer Template-Sprache, macht das nicht mehr mit String.format. Das ist so the rule of thumbs im Großen und Ganzen. Dann macht das Sinn. Wenn es nur eine Zeile ist, dann tut String.format eigentlich auch. Ja? Und der Punkt, warum String.format so mit mehreren Zeilen schlecht klarkommt, ist, naja, dann würde man ja eigentlich den String in der, sagen wir mal zurück gerade, na, also hier könnte ich ja jetzt eigentlich sowas machen wie Input oder ja, hier machen wir mal eine Line, also kleiner p größer kleiner slash p größer, das ist im Augenblick nur ein ganz normaler String. Da mache ich jetzt so ein .format hinten dran, dann habe ich ein Makro, der baut das jetzt in so ein String.format um und dann sage ich jetzt hier im Prinzip sowas wie %s und dann gebe ich jetzt irgendwie hier hello als Parameter oder irgendeine Variable, nehmen wir das Content da oben. Das ist dann irgendwie cooler. So, jetzt möchte ich aber mehr als eine Zeile haben. Ja, also so ist das noch völlig okay. Das ist gar kein Problem, das kann ich ohne weiteres so machen. Aber wenn ich das auf drei Zeilen aufgeteilt haben möchte, dann muss ich sowas machen. Na? Und dann kommt mir das Problem ist eigentlich, dass in Java diese String-Konstanten nicht mehrere Zeilen übergreifend sein können. Ich kann prinzipiell einen Zeilenvorschub hier reinmachen, wenn ich um \n dahin male. Aber was ich nicht machen darf, ist tatsächlich dieses schließende Hochkommata in einer neuen Zeile machen. Das ist in Java erstmal so verboten. In Java, ich weiß es nicht mehr, 12, 13, 14, 17, irgendwann kommen auch Strings, die Konstanten, die über mehrere Zeilen sein dürfen. Die gehen damit dreimal Hochkommata auf oder irgendein Scheiß, ich weiß es nicht genau.
Im Augenblick geht das erstmal noch nicht. Und dann sind die Dinge einfach bescheuert. Ne? Dann hast du hier ständig irgendwie diese doppelte Hochkommata und das Plus und sowas. Und dann musst du hier selber immer den Zeilenumbruch noch dahin machen. Und alles in allem ist das irre. Wenn ich irgendwas mit mehreren Zeilen habe, benutze ich immer ein String Template. Das als so, wobei die sind auch nicht so super einfach, ne? Und da musst du immer erst hier diese Group machen, damit du so ein Get Instance machen kannst. Da musst du mal so ein Resources, so ein Class Loader machen. Das ist auch irgendwie alles ein bisschen blöd. Tatsächlich ist das bei anderen Sprachen wie Velocity noch viel komplizierter. So gesehen, kann man da jetzt nicht meckern. So, haben wir den Teil. Das war die Restekiste. Jetzt können wir mit der Vorlesung endlich anfangen. Okay, was haben wir denn schon? Ich habe mir nochmal diese Folie rausgeholt und nochmal so ein bisschen abgehakt, was wir schon gehabt hatten. Ich fange jetzt nochmal mit den Verhaltensmustern im Großen an. Oder wo ist denn eigentlich unser Herr? Angefangen haben wir mit dem Composite-Pattern. Irgendwann haben wir mal das Proxy-Pattern. Inzwischen haben wir das Fliegengewicht gemacht. Die Fassade haben wir noch nicht, die kommt nächste Woche. Wir haben den Dekorierer gemacht, die Brücke lasse ich immer weg, die bringt nicht viel. Wir haben die Adapter gemacht und zwar auch eigentlich beide Varianten, aber man benutzt nur den objektorientierten, den objektbasierten Adapter. In den Verhaltensmustern haben wir die Schablonenmethode gemacht, den Befehl haben wir gemacht, Command, genau, den Observer oder ja haben wir gemacht, den Visitor haben wir gemacht, Iterator ist so ein uraltes Ding, das brauchen wir nicht mehr. Ist inzwischen ein Java-Sprachfeature. Memento braucht man auch nicht wirklich. Ist so ein bisschen wie Flywheel. Irgendwie, man merkt sich so ein paar Dinge, irgendwie ist nicht so dramatisch. Strategy haben wir gemacht. Vermittler, was ist denn das? Wie heißt das auf Englisch? Mediator, genau. Mediator ist eine Verwandte von dem Model View Controller, von dem Controller beim Model View Controller Pattern. Ja, haben wir im Grafik, haben wir schon im PM gemacht. State Pattern haben wir gemacht, Chain of Responsibility haben wir gemacht. Das heißt, eigentlich haben wir hier in dieser grünen Säule schon relativ viel. Was uns noch fehlt, ist der Interpreter, den machen wir heute. Und das wird dann auch die Hausaufgabe werden. Von denen hier haben wir eigentlich auch schon eine ganze Menge. Die Brücke lasse ich immer weg, die ist zu abgedreht, zu viel Vererbung. Also das ist ein bisschen nochmal eine Variante von diesem Adapter, finde ich nicht so spannend, bringt uns nicht wirklich weiter. Und was uns jetzt aber eigentlich noch fehlt, sind diese Erzeugungsmuster. Mit denen werden wir uns heute beschäftigen. Wir werden uns insbesondere mit der Fabrikmethode beschäftigen, mit der abstrakten Fabrik und dem Erbauer. Prototype haben wir schon. Na, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass wir uns den auch abhaken. Ich habe mir extra, weil man hier drinnen nicht maden kann, das Ding hier dazu gemacht, damit man das da so schön überführen kann. So präsentieren. So, Prototyp hatten wir schon gemacht. Hatten wir? Nein, Prototyp haben wir überhaupt noch nicht gemacht. Proxy haben wir gemacht. Entschuldigung, das bringe ich durcheinander. Ah, Prototyp machen wir heute auch. Okay, Singleton machen wir erst nächste Woche. Da braucht es ein bisschen mehr pädagogische Einflussnahme. Deswegen ist das so. Genau. Kannst du mal gerade irgendwas sagen? Ich weiß nicht, ob mein Kopfhörer an ist. Irgendwie. Sag doch mal was in Zoom. Check, 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 check. Blop, 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 Nö, blop, habe ich blop. nicht. Ich höre euch nicht. Das ist schlecht. Lautsprechereinrichtung. Bin unten rechts. Moment. Da. Ja, kannst du noch mal versuchen? Nö. Blubber, Jetzt habe ich. Alles klar. Wunderschön. Okay. Gehen wir die Dinger durch. Erzeugenden Muster. Vielleicht mal vorweg.
Die unterscheiden sich nicht großartig von den anderen Verhaltensmustern. Und die beschäftigen sich jetzt aber halt zusätzlich damit, dass damit neue Objekte erzeugt werden. Und der ganze Grund, warum es diese Säule von Mustern gibt, ist, dass in C++ und auch in Java man hinter das Schlüsselwort new nur einen Klassennamen schreiben kann. Du kannst schreiben new student, new university, new room und solche Geschichten. Aber du kannst da nicht hinschreiben, ich habe eine Variable x, da ist ein Typ drin, die ist vom Typ, da ist eine Klasse drin und ich hätte jetzt gerne new x. Das geht nicht. Und die Gründe, warum das nicht geht, weiß kein Mensch. Das könnte man ohne Probleme erlauben. Wäre eigentlich keine große Sache. Jein, könnte man ohne Probleme erlauben. Das hat was mit Linken zu tun. Mit dem Linker oder mit dem Class Loader im Großen und Ganzen. Wir machen unsere Projekte ja, also ich jetzt typischerweise mit Gradle. Da gibt es ja diese komische Unterteilung in IntelliJ zwischen Source Main Java und Source Test Java. Alles, was in Main Java ist, möchte ich nachher in meine Jar-Datei haben. Alles, was in Test Java ist, brauche ich nur zum Testen, möchte ich nicht mit meinem fertigen Produkt ausliefern. Tatsächlich gibt es so einen Shallow-Jar-Packer, der sagt, eigentlich von diesen ganzen Dateien und Klassen, die in Main sind, die Hälfte davon benutzt du nie. Und du importierst dir da andere Jar-Dateien von Java Spark oder sowas, davon benutzt du auch die Hälfte nicht. Ich schmeiße jetzt mal alles das weg, was von Main aus nicht direkt oder indirekt aufgerufen wird. Na, also wenn ich irgendwas importiere, dann gucke ich da, was da so alles ist und alles andere schmeiße ich einfach weg. So, wenn jetzt da irgendwo steht new x und x ist eine Variable, dann kann der nicht rauskriegen zur Compile-Zeit, was da drinnen steht für einen Wert und dann weiß dieses Shallow.jar nicht, welche Class-Dateien brauche ich hinterher alles, wenn ich das fertig ausliefere zur Laufzeit. Der Class-Loader könnte das eigentlich, weil der dynamisch sowieso nachlädt. Aber wenn ich so ein fertiges Ding packen möchte, dann ist das manchmal schwer rauszukriegen. Wir haben so ein ähnliches Problem. Wir haben Reflection verwendet, um unsere Commands, glaube ich, zu implementieren. Irgendwo haben wir schon mal dieses Reflection lange verwendet. Und wenn du, ja, Reflection ist eine Möglichkeit. Ich kann sagen, hier, gib mir irgendwie die Class, also aus X, gib mir den Konstruktor. Und ruft dann New Instance auf. Na? Damit mache ich das im Prinzip. Das ist genauso, als hätte ich jetzt eben New und dann, also wenn ich den Namen von der Klasse habe, kann ich mir über ein Class oder das Class-Objekt suchen, dann kann ich mir einen Konstruktor holen, den kann ich aufrufen. Damit habe ich einen dynamischen New-Befehl gemacht. Und der hat genau das gleiche Problem. Wenn ich das mache, dann kann es mir passieren, dass beim Packen der Jar-Datei die Sachen, die ich da als in den Variablen drin habe, nicht mit übergeben werden, dass die dann nicht dazugebunden werden und dass ich nachher in meiner Chain of Responsibility die Commands, die ich da aufrufe, nicht drin habe. Böse Falle. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Da muss man irgendwie an irgendeiner Stelle die mal richtig importieren und vielleicht sogar new drauf aufrufen und so eine Tabelle damit füllen, damit das richtig geht. Werden wir heute auch lernen. So. Wir merken uns, hinter dem New, da sind relativ viele Programmiersprachen zickig, was du da hinschreiben kannst. Und da kannst du eben nicht typischerweise einen Variablenwert angeben. Reflection ist ein Mechanismus, mit dem man da drumherum kann. Da gibt es technische Probleme. Ich glaube einfach nur, die Compilerbauer hatten keinen Bock. Das faule Pack. Das hätte man schon lösen können. Gibt es eigentlich auch keinen tiefliegenden Grund, warum das nicht geht. Ist aber so. Und dann hat Gammaham Johnson Flisse das gesagt, naja, wenn die Compilerbauer das nicht machen, dann machen wir uns da jetzt einfach einen Trick dafür. Und was sie im Wesentlichen gesagt haben, anstelle new und dann irgendeinen Klassennamen anzugeben, rufe ich eine Methode create. Und da im Rumpf von diesem create, da rufe ich dann per new irgendwas auf. Und wenn ich eine Klasse habe, die eine Methode hat, die defaultmäßig mit create irgendwas anfängt, create person oder irgendwie sowas, dann kann ich diese Methode überschreiben in Subklassen. Das heißt, wenn ich irgend so eine Klasse habe, die heißt irgendwie person,
Factory, hätte ich jetzt beinahe gesagt, und die hat eine Methode Create Person, dann kann ich eine Student Factory machen, die erbt von Person Factory und überschreibt diese Create Person Methode. Und die liefert dann einfach anstelle von normalen Persons Students zurück. Das heißt, alles, was ich tue, ist, ich mache diesen New-Befehl, dadurch, dass ich den in eine Methode verkapsle, für Objektvererbung und Überschreiben in Subklassen verfügbar. Und dann kann ich auf diese Erzeugungsmethoden die Design-Pattern-Geschichten anwenden. Da kann ich eine Chain of Responsibility für bauen und all so ein Scheiß, die ich in dem normalen Bereich auch benutze. Und alles, was wir jetzt tun, machen wir, um unsere ganzen Kniffe und Delegierungsmechanismen und Vererbungsmechanismen, die wir jetzt für den normalen Verhaltensbereich haben, beim New-Befehl auch anwenden zu können. Und dafür muss man im Wesentlichen eine Fabrikmethode verwenden. Das ist hier der Kram. Da wollen wir dann im Großen und Ganzen hin. So. Factory Method. Tatsächlich finde ich das jetzt so langweilig, dass ich gesagt habe, da verweisen wir doch einfach mal auf Wikipedia. Na? Und im Großen und Ganzen ist das relativ simpel gemacht. Du hast eine Methode, die heißt klassischerweise irgendwie createXY. Die ist irgendwie implementiert über eine Methode, die dann heißt irgendwie RufCreator. Ich verstehe das Klassendiagramm schon nicht. Die sind relativ schlecht dokumentiert in Wikipedia, diese Pattern. Und den kannst du jetzt eben überschreiben. Das heißt, du kannst diese Factory-Methode überschreiben. Operation ist eigentlich so eine Main-Methode, die irgendwie die Factory-Methode benutzt. Und dann kannst du eben verschiedene Spezialisierungen hinmachen und darüber steuern, was für ein Produkt du erzeugen möchtest. Da muss man jetzt wieder so aufpassen. Diese Factory-Method hat einen Return-Type. Den kann ich in der Sub, der bleibt eigentlich immer gleich. Ne? Das ist im Prinzip so, dass ich den beim Vererben in den normalen Programmiersprachen nicht ändern kann. Ich könnte vielleicht was Spezielleres angeben, aber es hilft mir nicht, weil der Compiler prüft letztendlich gegen die Basisdeklaration. Das heißt, ich brauche dann zusätzlich dazu, dass ich in der Fabrik so eine Hierarchie von Vererbung habe, auf der Produktebene bei den Objekten, die ich da bauen möchte, auch so eine Vererbungsstruktur. Das heißt, hier wäre zum Beispiel die Klasse Person, hier wäre die Klasse Student und dann wäre das eben eine Create-Person-Methode oder Create-Methode und das hier eine Student-Factory und so weiter. Okay, ist nicht wirklich viel Geheimnis. Werden wir tatsächlich ohne Probleme mit klarkommen. So, die nächste ist dann die Abstract Factory. Habe ich auch das Wikipedia-Pattern dazu. Und das ist jetzt einfach die Klasse, wo die Factory-Method drin ist. Das Design-Pattern-Factory-Method ist wirklich nur die Methode und dass man die irgendwo reintut und irgendeine Klasse, die Factory-Methoden enthält, ist eine Factory. Ha. Na, und dann ist es das aber auch schon. Da können wir uns das hier mal angucken. Ist das ein gutes Bild? Das habe ich mir noch nie angeguckt. Na super, das zoomt immer wieder kleiner. kann man das sehen? Ja, ne, einigermaßen. Ne, da haben wir eben im Prinzip so eine University Factory und die kann irgendwie, oder eine Enterprise, na was denn? Eine Factory, die verschiedene Dinge erzeugen kann, die zusammengehören. Da haben wir aber eine Abstract Factory und dann haben wir eine University Factory und die kann Rooms erzeugen. Und das sind dann eben University Rooms und Students erzeugen und nicht nur irgendwelche Personen. Das ist im Prinzip der ganze Kram. Und man hat immer so eine Hierarchie auf der Factory-Seite und eine Hierarchie auf der Produktseite. Und wenn man mehr als ein verschiedenes Produkt hat, ein Produkt A und ein Produkt B, hat man diese Hierarchie sogar zweimal. Ist im Großen und Ganzen keine komplizierte Nummer. Kann man ohne weiteres machen. Und tatsächlich haben wir so ähnliche Dinge, Mechanismen sogar schon verwendet gehabt. Was wir jetzt, Abstract Factory,
In so einer Abstract Factory könnte man anstatt diese Vererbungsstruktur zu haben mit den verschiedenen Subklassen, genauso gut ein, sag doch mal schnell, Reflection verwenden. Erstmal eine Chain of Responsibility verwenden. Eine Chain of Responsibility verwenden. Und die Chain of Responsibility könnte man dann reflektiv implementieren. Und das ist was, was wir gemacht haben in unserem Model Editor. In der letzten Hausaufgabe. Da wollte ich eigentlich drauf zu. Der Mockup Editor, der hat ja ganz viele Commands. Hallo, ich bin in dem Mockup Editor. Ich brauche den Test, glaube ich, damit ich das hinkriege. Haben wir irgendwo diese Get-or-Create-Methode gehabt? Ja, genau. Jetzt muss ich mal meinen Editor hier haben, den Mockup-Editor. Da gab es dann sowas wie Have-Page. Genau. Da habe ich so ein Get or Create von verwendet. Dem übergebe ich die Klasse hier als Parameter. Und was ich damit eigentlich implementiere, ist eine Variante von einer Chain of Responsibility. Anstelle, dass ich hier per Parameter die Class direkt übergebe, hätte ich auch den Klassennamen übergeben können. Und dann hätte ich so eine If- und Else-Kette machen können, so wenn ich soll eine so und so erzeugen, dann mach New Page. Wenn ich soll das und das erzeugen, dann mach ein New Label oder mach ein New Input Element oder mach ein New Line oder Paragraph Ding. Und diese If- und Else-Kette, immer wenn man so eine lange Kette von If- und Else hat oder ein Switch Case hat, dann kann man eine Chain of Responsibility implementieren, wo man einfach sagt, na, ich habe ein Ding, dem sage ich so, hat ein Create, und dann kriege ich das den Parameter, was erzeugt werden soll, und dann sagt er, nee, kann ich nicht, ich rufe den nächsten auf. Dann kann man die alle in so eine Schleife, in eine Array tun, eine Schleife drüber machen und dann der Reihe nach fragen, kannst du das, kannst du das, kannst du das, bis der Erste sagt, ja, hier ist es. Und dann bricht man es ab. Oder wenn einem das zu blöd ist, dann kann man das mit Reflection machen und sich eben ausrechnen, welche Sache man rufen möchte. Und das hier ist genau das, was ich gesagt habe. Ich habe hier die Class als Parameter übergeben. Dann hole ich mir den Konstruktor, rufe auf dem New Instance auf. Und das ist eben eine dynamische Implementierung von diesem New-Befehl. Und im Großen und Ganzen kürze ich hier so eine lange If-Then-Else-Kette ab und sage nicht, wenn es ist die Klasse, mach das, wenn es die Klasse ist, mach das, sondern rufe das hier so auf so einem Umweg auf. Das heißt, diese Get-or-Create-Methode ist im Wesentlichen schon eine komplette Abstract Factory. Na, und im Wesentlichen ist das oder eine Factory Method, die eben verschiedene Produkte erzeugen kann. Kann man so ein bisschen drüber streiten. Das heißt, in der Hausaufgabe zu Commands haben wir im Prinzip solche Creation-Mechanismen schon verwendet. Na, und zwar da, um aus, wenn ich so ein Command-Objekt bekomme, das Konstrukt, was da erzeugt werden soll, die Form, der Input-Label, Form hatten wir noch nicht, habe ich dazu gebastelt heute, Page-Line-Label oder Input, um das dann bauen zu können. Okay. Und jetzt kommen wir zu dem Prototype-Pattern. Die Idee, ja, wir haben relativ oft so eine Zeile gehabt, da kam dann erst ein Label und danach kam ein Input Field. Na, und das haben wir einmal gesagt, so für Login und dann irgendwie das Input Field für den Login-Namen und darunter so Passwort und dann das Input Field für den Passwortnamen. Ne? Und da gibt es eben relativ oft, dass man solche Formulare hat, wo man so 10 verschiedene Sachen abfragt und dann ist jede Zeile immer erstmal so ein Label und dahinter so ein Input-Field. Und jetzt könnte man sagen, oh, dieses Konstrukt Zeile mit Label und Input-Field, da hätte ich gerne irgendwie ein eigenes Command für, weil ich das so oft brauche. Und so eine ähnliche Idee hatten die beim Bau von Grafik, von vektorbasierten Grafikeditoren früher auch. Da wollten die, dass man sagt, okay, ich habe so Line oder Rechteck oder Kreis. Jetzt möchte ich mir gerne aus mehreren solcher Elemente ein komplizierteres zusammenbauen. Ein Haus vom Nikolaus oder so ein kleines Häuschen oder irgendwie sowas mit einem Dach über einem Viereck.
Und dann möchte ich danach von dem ganz oft Kopien machen können. Das heißt, ich wollte in meinem Editor ein neues Command haben. Füg mir bitte, kreiere mir bitte ein kleines Häuschen. So ein Home-Figure-Ding. Dafür hat man am Schluss den Complex Prototype gemacht. Und bevor wir uns den angucken, gucken wir uns einmal kurz nochmal Prototype auf Wikipedia an. Ja, Computer. Hallo? Ja, ist noch ein bisschen am Keuchen hier. Dabei habe ich noch nicht mal das Malen angemacht. So. Die Idee, die man hatte, war, anstatt immer so einen New-Befehl aufzurufen, der so kompliziert zu behandeln ist, wo man eine Factory-Methode dafür braucht, die man mit Vererbung überschreiben muss oder solche Dinge mehr. Wie wäre es, wenn ich einfach eine Kopiervorlage hätte? Und wenn ich dann auf dieser Kopiervorlage Klon aufrufen könnte? Das heißt, ich habe irgendwie eine Tabelle, da sind schon Musterlösungen drin für eine Page, für eine Line, für einen Input-Field, für ein Label. Und alles, was ich mache, ist, in dem Moment, wo der sagt, ich hätte gerne eine neue Line, gucke ich in der Tabelle nach, hole mir so das Objekt, was da hinterlegt ist, das nennt man einen Prototyp. Und auf diesem Prototyp rufe ich dann auf, mach bitte eine Kopie von dir. Und dafür muss dieser Prototyp eine Klon-Methode haben. Na? Spannenderweise ist das jetzt mal was in Java fertig eingebaut ist. Na, das heißt, hier könnte ich jetzt eben auch sowas haben wie, wenn ich jetzt so eine Tabelle hätte, ne, das passt hier überhaupt nicht hin, ich will es nur einmal zeigen. Wenn ich hier so ein New Line mache, kann ich auf dem Line Klon aufrufen. Kann ich? Nö, schade auch. Kriege ich aber hin. Ich kann Implements Clonable aufrufen. Ha! Es gibt ein Interface in Java dafür. Und in diesem Interface steht im Prinzip nur drin, gar nichts. Na? Es gibt in Java lang Object eine Clone-Methode. Das ist die, die ich jetzt eigentlich rufe. Und eigentlich habe ich gedacht, die könnte ich immer aufrufen. Aber vielleicht muss man dieses dann noch dahin schreiben. Kann ich jetzt schreiben line.clone? Nö, darf ich nicht aufrufen. Verstehe ich nicht, warum nicht. Muss man überschreiben oder sowas? Früher ging das. Prinzipiell gibt es für so einen Kram in Java schon irgendwie Mechanismen, die das vorsehen, wie man das machen kann. Wunderschön. So. Die wollte ich euch zeigen, habe ich nicht richtig gefunden. Kriegt das mal zu Hause raus. Teil der Hausaufgabe. So. Also, was ich habe, ist, ich hinterlege einfach Musterlösungen, Kopiervorlagen und biete eine Klonmethode darauf an. Na? Und dann habe ich eben einen anderen Mechanismus, um diesen New-Befehl dynamisch zu gestalten. Na, je nachdem, was für eine Musterlösung ich da hinterlege, kommen da unterschiedliche Sachen raus. Das ist gegenüber dem Aufruf von einem Konstruktor deswegen auch irgendwie spannend, weil man so ein prototypisches Objekt auch schon so ein bisschen ja, vorkonfigurieren kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem Label noch zusätzliche Parameter hätten für, sei bitte so und so breit, irgendwie eine Breite. Wir wollen da ein Default-Value einstellen, den man aber dann bei jedem einzelnen Objekt nochmal wieder ändern könnte. Dann könnte ich mir eben ein Prototyp-Objekt machen, da diesen Default-Value eintragen. Der wird dann durch Benutzer editierbar. Ich kann natürlich auch einfach ein Attribut haben, das irgendwie ein Default-Value hat. Und wenn ich dann anschließend darauf einen Klon aufmache, wird eben dieser Attributwert mitkopiert. Also irgendwelche Vorinitialisierung von irgendwelchen Attributen kann man auf dem Weg machen. Und die kann man dynamisch zur Laufzeit ändern. Das heißt, ich kann dann sagen, oh, ich hätte da lieber eine 42 drin stehen. Dann kann ich ein Editierkommando anbieten, das diesen Prototyp ändert. Und dann würden alle folgenden Labels immer in der Breite 42 erzeugt werden.
Das heißt, diese Prototypen sind eine sehr einfache Variante, das zu machen. Dafür muss nur jede Klasse dieses Klon hier implementieren. Ich hatte gedacht, dafür gibt es eine Default-Implementierung in Java. Vielleicht muss man noch von Serializable erben, ich weiß es nicht genau. Noch so ein anderes komisches Interface kriegen wir noch irgendwie raus. So, und dann gibt es, kam relativ schnell danach die Idee auf. Moment, jetzt gehen wir hier hin. Oh, wie wäre es, wenn ich einen komplexen Prototyp habe? Wenn mein Prototyp nicht nur ein einzelnes Objekt ist, sondern so eine komplette kleine Objektstruktur. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ich möchte so eine Methode haben, create label input line, also diese Zeile, die ich eben gesprochen hätte. Ne? Und da könnte ich eben einfach in so einer Tabelle als Prototyp ein Line-Objekt hinterlegen, wo ein Label-Objekt schon drinne hängt und ein Input-Objekt schon drinne hängt. Na, und dann mache ich auf dem Objekt einen Klon, dann habe ich die komplette Struktur geklont. Coole Sache das. Na? Und dann kann ich anfangen, Parameter zu übergeben. Nehme ich zum Beispiel hier den Namen, den die Line haben soll. Jetzt haben die Elemente, die da drunter sind, typischerweise auch nochmal eigene Namen. Da könnte ich jetzt eben sowas machen wie, naja, wenn ich hier 12 übergebe, dann würde er der Line, die ID Line 12 übergeben, dem Label 12 übergeben, 12 und dem Input Field halt Input 12. Da könnte ich mir so Konventionen überlegen, wie ich diese ganzen IDs für die ganzen Elemente irgendwie ableite. Das könnte im Prinzip der Label Text sein. Das könnte der Prompt-Text für das Input-Feld sein. Und dann könnte dieses Create-Label-Input-Line eben mir diese komplette Struktur erzeugen, zum Beispiel auf Basis von einem komplizierten Prototypen, in dem es das klont und dann die entsprechenden Attribute vernünftig setzt. Das ist ein Mechanismus, den kann man sehr gut anbieten und der wurde auch in den Vektorgrafik-Programmen sehr, sehr gerne verwendet. Wo man dann gesagt hat, okay, hier habe ich jetzt so ein von der Benutzer malt so einen Prototypen hin, den kopiere ich mir in so eine Toolbar und dann möchte ich es aber noch parametrisieren und sagen, okay, die kann ich als Ganzes skalieren, ne, in Länge und Breite oder irgendwie sowas. Und dann leite ich eigentlich ein Command ab, das sagt, bitte mach mir von dem und dem Ding eine Kopie, und passe dann nochmal folgende Dinge nochmal ein bisschen an. Okay. Ah, jetzt, wie kriege ich den Übergang zum Bilder-Pattern? Jetzt haben wir schon die Grundelemente von diesem ganzen Erzeugungsmuster, Creational Patterns im Prinzip durchgeackert. Das war im Wesentlichen eine Factory, wo ich den New-Befehl drin verkapsle, damit ich ihn überschreiben kann in der Subklasse. Eine Abstract Factory, wo ich viele solche Factory Methods drin habe. Und dann im Prinzip zu sagen, naja, wenn ich keinen Bock habe, die auf diese Überschreiberei, hinterleg doch einfach irgendwo einen Prototyp. Und wenn du einen Prototyp hast, kannst du sogar einen komplizierten Prototyp haben. Große Sache das. Kann man schon mal sehr gut benutzen. Ein Stück weit geht jetzt dieses Bilder-Pattern den nächsten Schritt. Und da geht es darum, wenn ich nachher so ein komplexes Prototyp habe, dann besteht der ja intern aus vielen, vielen Objekten, die an vielen Stellen irgendwie initialisiert werden müssen und die in einer ganz bestimmten Art und Weise zusammengebaut werden müssen. Und dann habe ich typischerweise haben diese komplexeren Operationen, wo ich so eine komplexe Struktur aus mehreren Objekten auf einen Schlag zusammenbaue, relativ viele Parameter, weil ich eben für jedes Teilelement irgendwie angeben muss, wie heißt ihr alle, was soll denn der Labeltext sein, was soll denn der Promptext sein und wenn ich jetzt noch fünf andere Elemente hätte, würden hier immer mehr Parameter zusammenkommen. Das ist ein Problem, das hat man eben oft, dass wenn ich eben eine komplexe Struktur zusammenbauen muss, dann muss ich relativ viele Parameter mit übergeben, um diesen Zusammenbau zu steuern.
Ich habe jetzt schon relativ häufig in dieser Vorlesung über Konstruktoren gemeckert und habe gesagt, Konstruktoren sind blöd und Konstruktoren mit Parametern, die Konstruktoren sollen bitte nicht so viel machen. Und wenn die noch viele noch mit Parametern sind, dann sind die ganz böse. Also wenn, dann bitte parameterlose Konstruktoren haben. Und das Problem tatsächlich bei Konstruktoren mit Parametern ist, die laufen genau in diese Bilderfalle rein, dass wenn die eben nicht nur sich, nicht, wenn ich jetzt so einen Konstruktor habe für Label Input Line, der so eine kompliziertere Struktur erzeugt, dann kriegen die immer mehr Parameter, weil die eben die Konstruktoren für die Subelemente auch alle mit Parametern versorgen müssen, sodass der Konstruktor für das komplexere Konstrukt Parameter haben muss für alle Subkonstruktoren. Jetzt kommt ein wichtiges Kapitel von dem Clean Code Buch von Uncle Bob, das ihr vor jeder Vorlesung und vor jeder Hausaufgabe ja immer lest. Na, ihr erinnert euch. Und da gibt es tatsächlich ein eigenes Kapitel, wo drin steht, wie viele Parameter dürfen Methoden haben? Und da steht drin 1 oder 2. In Ausnahmefällen 3. 4 Parameter ist auf jeden Fall zu viel. Viele Parameter machen Methodenaufrufe unlesbar. Und es sollten typischerweise sollten 2 Parameter reichen. Einer ist besser, 3 ist schon grenzwertig. Und Onkel Bob sagt, wenn du in so eine Situation kommst, dass du eine Operation rufen möchtest, wo du mehr Parameter brauchst, dann mach dir einen Builder. Und das funktioniert im Wesentlichen so, dass du sagst, ich mache mir einen Label-Input-Command, Entschuldigung, ich mache mir so einen Label-Input-Command, das ist eine eigene Klasse und die hat Parameter. Attribute meine ich natürlich. Und dann rufe ich setID auf, setLabel auf, setInputPrompt auf und setze nach und nach diese Sachen. Und der Unterschied ist, dass hier immer dabei steht, was wird hier eigentlich gerade gesetzt. Da steht drin, LoginName möchte ich im Label-Attribut haben. Während hier der LoginName da so irgendwie steht, ne, da habe ich eigentlich jetzt hier 3, 4 Strings hintereinander. Das wäre jetzt im Prinzip der Default-Value von dem Input hier. Den lasse ich jetzt hier gerade mal leer, weil ich den im Augenblick nicht haben möchte. Und bei dieser Art des Aufrufs sehe ich nicht, was ist die Bedeutung von diesem Alice-Fragezeichen? Wo landet das nachher? Na? Wenn ich das so mache, sage ich, mach doch da einfach eine Klasse drumherum oder ein Objekt drumherum, was viele, viele Attribute hat, dann sage ich, Alice-Fragezeichen, das geht in das Input-Prompt. Ist ja klar. Na? Dieser Mechanismus, wo ich mehrere Attribute habe, geht dann eben auch mit so Default-Parametern sehr schön um. Hier habe ich einen Null übergeben. Na, ja, ich hätte eine zweite Create-Label-Input-Methode machen können, Create-Label-Input-Line-Methode machen können, die einen Parameter weniger hat. Da hätte ich das Null hier nicht übergeben müssen. Bei dieser Bilderkonstruktion, da ist es im Prinzip so, dass man einfach so ein Attribut, wie man keinen Wert zuweisen möchte, kann man einfach den Aufruf davon weglassen. Also dieses Set Input Value, den rufe ich jetzt hier einfach nicht auf. Das ist der ganze Trick an dieser Stelle. So, das Ganze nennt sich Builder Pattern, weil das im Wesentlichen den Content von einem Konstruktor beinhaltet. Also das, was wir früher in den Konstruktor geschrieben hätten, machen wir jetzt in einem separaten Command-Objekt, einer eigenen Klasse, die für alle Parameter, die ich dem Konstruktor übergeben möchte, hier eigene Attribute hat, die ich dann in einer beliebigen Reihenfolge setzen kann, wofür ich eben benannte Methoden habe, Setter-Methoden habe, sodass ich immer weiß, was ist denn das jetzt hier eigentlich für ein Parameter, den ich eingebe? Und wenn ich mein Kommando, meine Operation, meinen Konstruktoraufruf komplett fertig habe, meinen Factory-Aufruf, Factory-Method-Aufruf eigentlich komplett fertig habe, dann rufe ich run auf.
Und oder Create könnte ich jetzt hier auch, oder Build wird heißt das Ding hier auch oft. Ich habe das jetzt, weil das ein Command ist, habe ich jetzt hier ran hingeschrieben. Das heißt, erstmal so ein Builder-Pattern sagt, so ein komplizierter Konstruktionsprozess, teile den auf, verkapsle den in einer eigenen Klasse, die dafür verantwortlich ist. Alle Parameter, die du denen übergeben möchtest, und das sind eben typischerweise mehr, als man in einem Methodenaufruf direkt hinschreiben möchte, machst du Attribute draus. Und dann gibt es einen Schritt, nachdem du alle Parameter beisammen hast, wo du sagen kannst, so jetzt führ bitte die Konstruktionsprozess, jetzt mach bitte das Create, jetzt führ diesen Konstruktionsprozess durch. Ich habe das jetzt hier so mit ran und nicht mit Bild bezeichnet, einfach deswegen, weil wir haben das genauso schon so gemacht. Ah, jetzt brauche ich wieder den Test. Den Test. Tut mir den Test. Das hier, unsere Commands, das sind Bilder. Also die folgen diesem Bilder-Pattern. Na? Du erzeugst das Objekt, setzt hier die Parameter, je nachdem, was das für ein Ding gerade ist. Ah, wo haben wir denn mal den Input? Da setzt du die Parent-ID, das Prompt, den Value, in irgendeiner Reihenfolge, wie du Bock hast. Dann, bei einem normalen Methodenaufruf bist du auch immer dran festgehalten, du musst in einer ganz bestimmten Reihenfolge diese Parameter setzen. Ja, weil du beim Methodenaufruf die halt in einer bestimmten Reihenfolge hinschreiben musst. Und da musst du die alle schon parat haben, wenn du den Methodenaufruf hinschreibst. Und hier kannst du sagen, hoch, ich möchte mir jetzt so eine Operation zusammenbasteln. Guck mal, das ist der erste Value. Jetzt mache ich wieder ein bisschen was und Berechnungen. Oh, guck mal, das ist der zweite Value-Parameter. Hier jetzt wieder irgendwelche Navigationen in meinem Modell. Ah, jetzt habe ich den dritten Parameter. Zack, jetzt kann ich es ausführen. Ja, und das ist einfach vom Konstruktionsprozess her ein bisschen schöner, ist aber auch Stilfrage. Aber man ist da flexibler, formuliere ich jetzt mal so. Im Großen und Ganzen. So. Und wenn man das alles fertig konstruiert hat, dann kann man sagen, hey, jetzt führe dich aus. Na? Das haben wir jetzt hier in dieses Execute ausgeleitet. Da machen wir so ein bisschen was drumrum. Wir machen eigentlich das ran und danach dieses History-Ding. Wer es noch in Erinnerung hat, das hier ist eigentlich eine Template-Method. Das Execute ruft im Wesentlichen dieses Run auf. Da kommt spezifisches Verhalten für das einzelne Command ins Spiel. Und danach macht es nochmal so Dekorationen drumrum. Das ist im Prinzip ein Template-Method-Mechanismus, den wir hier verwendet haben. So, und das Run selber muss man dann eben gucken, was weiß ich, bei have Input, der erzeugt jetzt halt dann tatsächlich, der macht jetzt tatsächlich das, was man von einem Builder erwartet. Ne? Das have Input Command ist eigentlich ein Builder, der Input-Elemente erzeugt. Okay, ne? Und im Wesentlichen macht er hier so ein Getter Create, um das Input-Element herzustellen. Besorgt sich die Line, in die er die reinhängen möchte, und setzt Prompt und Value. Das passiert hier im Großen und Ganzen. Ne? Und das ist eine klassische Implementierung für eine Bilderoperation. Das heißt, dieses Bilderpattern haben wir in unserem Editor von der letzten Hausaufgabe 1a so schon verwendet. Ne? Kennt ihr schon, ist alles easy und klar. Ne? Und so ein Label Input Line Command wäre jetzt auch relativ klar, wie wir das bauen müssten, eben ganz genauso. Dann würde eben die Run-Methode im Wesentlichen sagen, okay, ich mache mir ein Line-Ding, ich mache mir das Ding, ich mache mir das Ding, ich mache mir das Ding und fertig. Setze die ganzen Values. Ja, ich habe dieses Bilder-Pattern über Jahre, fand ich das irgendwie immer doof, habe ich nie verstanden, wofür man das braucht. Seit ungefähr 3 Jahren verwende ich das wie blöd und finde es super. Ja, und wahrscheinlich in 3 Jahren finde ich es wieder doof. Mal gucken, wie das so ist. Weiß ich noch nicht. In 3 Jahren finde ich dann, und Klammeraffen Annotations zwar, Injection, ja, wahrscheinlich. So, Interpreter. Da gibt es verschiedene Arten, wie man den motivieren kann.
Auf Wikipedia in dem Design-Pattern-Ding steht der ganz komisch erklärt, dieser Interpreter. Guckt euch das nicht an, das ist nur verwirrend. Ich meine, das in dem Originalbuch anders gelesen zu haben, als es jetzt bei Wikipedia steht. Da hat sich irgend so ein Compilerbauer dazwischen gefummelt und hat da irgendwas über Syntax und Grammatik erzählt er da und Ausdrücke und Punktrechnung vor Strichrechnung und so ein Scheiß. Das ist totaler Blödsinn. Das will alles kein Mensch wissen. Ich kenne das Interpreter im Zusammenhang mit dem Command-Pattern. Das heißt, wir schließen uns jetzt wieder an unsere letzte Hausaufgabe an. Da hatten wir ja diese ganzen Commands. Und das Wesentliche bei einem Command war, die hatten so einen Run und so einen Rollback und einen Rollforward. Ihr erinnert euch. Ne? Und dann hatte ich so eine lange Liste von History-Commands, die ich schon ausgeführt hatte. Und dann ist man irgendwann auf die Idee gekommen, ah, ich hätte jetzt gerne mal so ein Makro. Na, ich würde jetzt gerne mal mir als Benutzer so eine, mach mir bitte hier eine Vorschleife hin, Tastenkombinationen bauen. Und ich möchte das nicht immer alles einzeln tippen müssen. Und dann ist ein bisschen die Idee, naja, mach dir halt so ein Bilderding, dass das kann. Ah, ja, das kann man prinzipiell so tun. Was die früher auch gemacht haben, sagten die, naja, guck mal, in meiner Command-History, wenn ich das einmal von Hand vormache, wie so eine Vorschleife gebaut wird, oder ein If-Statement oder was auch immer, und dann gehe ich in meine History gucken, da ist doch da eine Abfolge von erzeuge ein For, mach eine Klammer auf, mach eine Variable, mach das, mach das, mach das. Eine Abfolge von Schritten, die ich benutze, um so ein Ding zu bauen. Jetzt gehe ich wieder zurück zu unserem Mockup-Editor. Wenn ich da diese Line mit einem Label und dann einem Input, wenn ich das einmal für die erste Zeile mache, dann habe ich einen Have-Line, Have-Label, Have-Input-Befehl. Die stehen so in meiner Command-History drin. Und was ich jetzt eigentlich machen möchte, ist sagen, hey, geh doch mal in die Command-History, nimm dir diese drei Kommandos und führe die nochmal aus, aber jetzt mit anderen Werten. Ne, dann übergebe ich andere Parameter. Und dann führe ich die nochmal aus. Und das nannte man ganz früher Makro-Recording. Da hat man einfach im Editor auf so einen komischen Knopf gedrückt für Record Marking. Dann hat der in die Command-History so eine kleine Markierung, ein Pseudo-Command eingebaut und sagt hier Start Recording. Dann hat man viele, viele Kommandos ausgeführt und dann hat man gesagt End Recording. Und da hat er in dem Moment, wo man End Recording gesagt, in der Kommando-History nach Start Recording gesucht und hat dann gesagt, alles klar, diese drei Kommandos, die möchtest du jetzt bitte in ein Makro haben. Da hat er die kopiert, daraus einen Complex Prototype gebaut und wenn man dann, hat er gefragt, hey, wie soll ich denn das Makro nennen? Da hast du gesagt, ja, Have Line Name Editor und dann konnte man sagen, oh, jetzt mach so ein Have Line Label Input. Und dann hat er gesagt, ah, hier in meiner Makro-Tabelle ist für diesen Namen was drin. Das rufe ich jetzt auf und dann mache ich einfach auf diesen drei Kommandos wieder so einen Run in der Reihenfolge. Und dann kommen die wieder so in meine Command-History rein. Ist das klar geworden? Also die Idee war, wir schneiden, wir gehen in die History und sagen, hier so ein bisschen stimmt der Ausschnitt aus dieser History. Das sagen wir, das ist eine Abfolge von Kommandos, die wollen wir jetzt öfter wiederholen. Und dann hat man einfach dann sich die da rauskopiert und dann immer mit so einem Clone gesagt, alles klar, ich mache jetzt nochmal ein neues Klon, führe die alle drei wieder aus, tue die wieder in meiner Command-History. Und dadurch kann ich jetzt eben eine große Gruppe, einen komplexen Ablauf, dem gebe ich einen Namen und dann kann ich ihn immer wieder aufrufen. Das kann ich dynamisch zur Laufzeit machen. Ja? Das heißt, man konnte den Editor starten, der hatte so eine Menge von Basiskommandos und dann konnte man sich neue Kommandos definieren, indem man die aus alten Kommandos über diesen Makromechanismus zusammenschraubt. Und dieser Mechanismus, der so eine Liste von alten Kommandos durchführt, den nennt man eigentlich Interpreter. Oder das hieß damals Interpreter, der die Makros ausgeführt hat, der alte Commands ausgeführt hat. Und das hat man dann irgendwann weitergeführt oder mit alten Techniken aus dem Compilerbau zusammengeführt und hat man gesagt, ah, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr dran rumfummeln können an diesen alten Commands.
Die haben ja so Parameter gekriegt, wie die Line heißen sollte, wie das Input-Field, die einzelnen IDs und die Prompt-Parameter oder sowas. Jetzt möchte ich gerne meinem Makro-Kommando solche Parameter geben. Und da muss ich aber sagen können, wie intern die einzelnen Parameter, die das Makro hat, an die einzelnen Kommandos, an welche Attribute weitergegeben werden soll. Und da hat man gesagt, alles klar, ich mache dir jetzt eine textuelle Beschreibung der einzelnen Kommandos. Und dann ist das und dann diesen Makro-Header da oben drüber mit den Parametern. Und dann kannst du an den Stellen, wo diese Beschreibung ist, eben die Parameternamen hin tun. Wir sehen das gleich. Okay. Also, was wir jetzt machen wollen, ist, wir machen eine textuelle Repräsentation von unseren Commands aus der Command History, die man dann anschließend textuell editieren kann und wo man dann diese Texte wieder ausführen kann. Das ist im Großen und Ganzen die Idee. Man könnte, aber ich mache es erstmal vor und diskutiere dann, ich glaube, nächste Woche in der Restekiste, wie man das mit YAML hätte machen können, aber das ist jetzt zu verwirrend. Also, ich mache jetzt einfach einen Command-Text-String, der heißt, fängt vorne mit einem Schlüsselwort an, das ist das Command, das ich meine. Und wenn ich ein Have-Page-Command aufrufen möchte, dann schreibe ich hier Page hin, blank, und dann übergebe ich die ID von der Page, die ich erzeugen möchte. Dann kann ich sowas machen wie Line, da übergebe ich mit einem blank separiert die ID, von die Line bekommen soll, und die ID, die der Parent hat. Oder ich kann sowas machen wie Label, dann möchte ich, dass ein Label erzeugt werden soll. Das bekommt die ID L2, das bekommt den Parent L1, die Line da oben, und als Prompttext Enter Login und Value wollen wir nicht. Enter Login Doppelpunkt. Man achte hier auf dieses Underscore, das wird nachher nochmal wichtig. Oder ich möchte ein Input-Field haben mit I1 ist der ID von dem Input-Field, L1 ist die Line, in die das reingehängt werden soll und das ist der Prompt-Text. Und Enter Login ist der Text, den das Label anzeichnen soll. So, jetzt habe ich das richtig. Na? Also ungefähr klar, wie das aufgebaut ist. Und der Trick an der Stelle hier ist jetzt eben tatsächlich, Moment, ich stelle euch mal ein bisschen um, damit ich euch mehr sehe. Der Trick ist jetzt tatsächlich hinzugehen und zu sagen, ich möchte solche Texte eingeben können auf einer Konsole oder in einem Input-Field, sehen wir sogar gleich. Dann möchte ich, dass das eingelesen wird und dass das dann ausgeführt wird von einem Interpreter. Und der Interpreter ist das, der liest sich solche textuellen Commands durch. Und ruft dann die entsprechenden internen Commands von unserem Mockup-Editor auf. Das ist im Großen und Ganzen der Plan. So, ich habe das mal vorbereitet. Jetzt müssen wir hier wieder in dieses Test gehen, und zwar in den Interpreter-Test. Wohin sonst? Der Interpreter-Test ist im Wesentlichen eine Weiterentwicklung von dem Mockup-Editor, den wir letztes Jahr gemacht haben. Ich habe das einfach in das alte Repository reingetan und habe das weiterentwickelt. Ihr legt bitte ein neues Repository an und kopiert den Kram vom letzten Mal von dem Model Editor nach vorne. Und der Grund ist wieder, wenn ihr das kopiert, übernehmt ihr die Verantwortung dafür, dass ihr alle Fehler rausgemacht habt. Und wenn da noch Fehler drin sind, für die wir euch letztes Mal Punkte abgezogen haben, dann würden wir euch, wenn die dann jetzt das geschafft haben, in die neue Lösung rüberkopiert zu werden, wieder die Punkte dafür abziehen, weil ihr es wieder falsch gemacht habt. Wenn wir gesagt hätten, nimm die alte Hausaufgabe und erweitere die um folgende Dinge, dann hättet ihr sagen können, dafür habt ihr mir ja schon Punkte abgegeben, abgezogen, den Fehler habe ich ja nicht neu gemacht. Wenn ihr jetzt tatsächlich was Falsches kopiert, dann habt ihr den Fehler nochmal gemacht, dann ziehen wir euch nochmal Punkte dafür ab. Und wir können ein bisschen besser sehen, ist das jetzt wirklich Teil der Abgabe oder ist das irgendwelcher alter Teil, den wir gar nicht mehr angucken müssen? Das hilft uns einfach beim Kopieren. So, ihr müsst kopieren. Ich als Vorleser spare mir das und mache mir es ein bisschen leichter. Und im Wesentlichen gucken wir jetzt mal in diese Startmethode ein. Und da habe ich diesem Editor eine Methode gegeben, interpret.
Das ist im Prinzip unser Interpreter. Ne? Und wir könnten darüber durchdebuggen, weiß ich noch nicht genau, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Interpret, ich hätte eine eigene Interpreter-Klasse machen können, da war ich zu faul zu. Ne? Also eine eigene Klasse, Interpreter, die hat dann eben auch Interpret als Methode. Ich habe das jetzt einfach in den Editor getan, weil ich ihn gerade zur Hand hatte. Ne? Aber ihr könnt auch eine eigene Klasse machen, da bin ich eigentlich entspannt. So, der Editor, dieses Interpret, jetzt nehmen wir mal Page Input. Na, das bedeutet, mach mir eine Page, gibt er die ID Input. Oder soll das bedeuten? Das macht der jetzt hier. Der macht so ein Init Interpreter Map. Dieser Interpreter, der muss ja auf verschiedene Kommandos reagieren. Na? Der muss eine Page bauen können oder eine Form bauen können oder einen Input bauen können. Das heißt, wir nehmen immer das erste Wort in unserer Eingabezeile, in dem zu interpretierenden Befehl, um rauszukriegen, welche Aktionen wollen wir denn jetzt eigentlich tatsächlich machen. Und ihr erinnert euch noch daran, wie wir diesen Assembler gebaut haben. Das ist ein Beispiel für eine Chain of Responsibility. Ne? Natürlich baut so ein Interpreter immer auf einer Chain of Responsibility auf. Klar, ne? Ist ja logisch. Und für diese Chain of Responsibility baue ich mir hier so eine Interpreter-Map. Das ist einfach eine Hash-Tabelle, wo zu jedem Befehlswort steht, welche Aktion soll jetzt bitte ausgeführt werden. Klar. Ne? Hier baue ich die und das ist so ein fast schon ein Singleton-Pattern. Was ich hier mache, ist so eine Lazy Initialization. Ich initialisiere diese Map, wenn sie das erste Mal gebraucht wird. Nicht zur Constructor-Time, also wenn der Editor gebaut wird, sondern wenn ich das erste Mal die Interpreter-Methode rufe. Dann geht er hier rein, stellt fest, dass das Interpreter-Map-Attribut, das ist hier oben, dass es das noch nicht gibt. Und sagt, alles klar, muss ich wohl noch tun. Initialisiert das mit einer Hash-Tabelle und trägt dann anschließend ein, für das Schlüsselwort Page hätte ich gerne, dass die Methode Page-Interpreter aufgerufen wird. Kennt jeder diese Sys-Doppelpunkt-Doppelpunkt-Schreibweise? Das bedeutet im Wesentlichen, ich kann nicht draufklicken, glaube ich, ne? Dass im aktuellen Objekt eine Methode gesucht wird, die so heißt. Na? Und wo ist das? Nicht größer. Zurück. Jetzt müssen wir nochmal, das Ding hier ist ein Command. Okay. Das ist eins von unseren Commands. Warum? Na, stimmt doch gar nicht. Die Interpreter-Map. Doch, ist A. Ah, nee, viel komplizierter. String ist der Schlüssel, ist der Key, das Schlüsselwort, mit dem ich suche. Und dann steht hier drin, mach mir bitte eine Function, trage ich da ein, die als Parameter ein Array von Strings kriegt. Und mir einen Command als Rückwärtswert liefert. Na, und das tut dieser Page-Interpreter hier. Der kriegt ein Array von Strings als Parameter und liefert mir einen Command als Result. Na, und bevor wir das jetzt gleich genau machen, gucken wir gerade, wie wird das nachher verwendet. Ich mache auf dem Command-Text, den ich hier kriege. Na, und das war hier nochmal gucken. Das ist ein so ein Command-Text. Page blank input oder form blank form 1 input blank slash command. Oder. Ne? Nehmen wir jetzt mal dieses Input-Command. So, jetzt hier wieder rein. Der macht darauf
das auf diesen Text einen Split und kriegt, dieses Split kriegt als Parameter einen Blank. Ist Adrian da? Adrian Kunz? Nee, Gott sei Dank nicht. Ah, doch, Mist. Der schimpft immer mit mir, wenn ich das mache. Ich habe das in Fulip auch an vielen Stellen gemacht. Einen Text zu analysieren, indem man das in Wörter hackt, indem man das bei Blank aufsplittet, ist eine total beschissene Idee. Ne, das hat insbesondere diesen Effekt, dass ich genau hier, wenn da kein Underscore stünde, sondern Enter Blank Login, dann wären das plötzlich zwei Wörter. Ne, also der hackt jetzt diesen String hier in das Wort Label, da kommt ein Blank, also neues Wort L2, Blank neues Wort L1, Blank neues Wort, Enter Login. Wenn da noch in meinem Wort selber wieder ein Blank drin ist, habe ich ein Problem. Normalerweise würde man dann sagen, ja, wenn du den Split-Character, also damit das, normalerweise würde man sagen, okay, dann separiere doch, mach doch hier Klammern drum und mach Kommata dazwischen. Na, das ist so der gängige Weg, wie man das auseinander macht. Kommata sind auch blöde, wenn ich jetzt in dem Text, den ich hier haben möchte, ein Komma drin habe. Also diesen Charakter, mit dem ich meine Parameter separiere, die Wörter separiere, wenn der in einem von diesen Dingern mit drin ist. Das ist blöd. Was man dann normalerweise macht, ist, man macht doppelte Hochkommata drumherum. Na, und dann sagt man, alles klar, alles, was in doppelten Hochkomma wird, möchte ich als ein Value haben. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Wer das als Hausaufgabe machen möchte, tut das bitte. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ne? Und deswegen habe ich jetzt gesagt, naja, der Einfachheit halber mache ich jetzt mal hier nur so ein Split mit einem Blank. Ne? Und das ist ganz schlechter Stil. Und gewöhnt euch das nicht so an, wie ich mir das angewöhnt habe, sonst schimpft der Adrian immer mit euch. Ne? Soll man das als Hausaufgabe stellen? Es gibt einen Punkt extra, wer Blanks in solchen Labels drin kann. Ja, es gibt einen Punkt extra, wer Blanks in Labeln kann. Und wer mit Hochkommata da irgendwie, wer das hier geschickter macht. So, Split liefert mir die Menge der Wörter zurück. Die Blanks sind jetzt schon weg. Da passieren komische Dinge, wenn man zwischen zwei Wörtern zwei Blanks hat. Auch total seltsam. Eigentlich muss man das alles noch irgendwie fürchterlich aufarbeiten. Wenn ich einen Backslash, einen Tab in meinem Text habe, ist das kein Blank. Da müsste man jetzt hier eigentlich, da steht ja auch schon regexp, einen regulären Ausdruck angeben, der beschreibt, was da noch alles. Whitespaces sollten hier möglich sein, und zwar mindestens einer, aber auch gerne viele. Da könnte man verschiedene Dinge tun, um das zu regeln. Split ist ein blödes Kommando, weil das eben die Trennsymbole als Parameter bekommt. Schöner wäre es, wenn man hier angeben könnte, welche Symbole man als Wort ansieht und der danach sucht. Ne? Und das wäre eigentlich die schönere Sache. Okay. Aber immerhin, ich habe jetzt hier eine Menge von Wörtern und jetzt lass uns dann doch mal das irgendwie laufen lassen. Test Interpreter, damit wir da mal hinkommen. Ich finde es schöner. Ich debugge gerne. Ich hatte heute eine längere Auseinandersetzung mit Sebastian, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Anscheinend kommt er jetzt auch nicht hin. Also jetzt habe ich viele, viele Wörter. Das erste Wort ist immer das Kommandowort. Ne, das heißt, ich gehe jetzt mit Word von 0 in meine Interpreter-Map und besorge mir die Methode, die für dieses Kommando zuständig ist. Ne, also hier ist jetzt die Liste der Wörter. Die Liste der Wörter. Page und Input. Hat er richtig hingekriegt. Super. Und in meiner Interpreter-Map gucke ich jetzt nach. Und dann kriege ich als Methode, das ist der Consumer, den hätte ich jetzt gerne. Geh mal zu. Als Consumer kriege ich hier eine komische Methode. Auf so einem Consumer, das ist gar kein Consumer, das ist eine Function. Das muss ich umbenennen. Darf ich das Function nennen? Ich nenne das mal nur Func.
Function ist bestimmt ein Schlüsselwort. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall kann ich auf einer Function apply aufrufen. Das lass uns mal tun. Und jetzt bin ich wo? Nicht da, wo ich es erwartet hätte. Okay. Breche das mal ab. Control-Tab. Keep Memory Changes. Control-Tab. Mockup Editor. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich hier rauskomme. Bin ich aber nicht. Verstehe ich nicht, warum nicht. Ja, wir können es uns aber auch einfach angucken. Also, ich hätte erwartet, dass er, ich habe hier unter dem Wort Page F8, F7. Ah, jetzt bin ich im Page Interpreter. Wunderbar. Na, das ist die Methode, die ich in dieser Tabelle hinterlegt habe, mit diesem Sys:// Page Interpreter. Die habe ich auf, die Words sind mir hier als Parameter übergeben worden. Das war Page und Input. Das habe ich beim Aufruf von dem Apply gemacht. Das stand hier. Da habe ich die Words als Parameter übergeben. Wunderhübsch. Und jetzt mache ich das, was ich eben machen möchte, wenn ich eine Page habe. Ich erzeuge mir ein Page, Command, setze die ID und rufe das Execute auf. Na, und dadurch bekommt jetzt dieses Page tatsächlich Teil meiner History. Ich hätte auch direkt ein New Page machen können, aber dann hätte ich kein Android mehr gehabt. Ne? Und so kann ich im Prinzip mir in diesem textuellen Format auch überlegen, es gibt einen Undo-Befehl, der das dann rückgängig macht, was ich davor gemacht habe. Oh, das sollten wir machen. Schreibt doch mal einer auf für die Hausaufgabe. Es gibt noch mal einen Punkt, wer einen textuellen Undo-Befehl hat und einen textuellen Redo-Befehl. Ne? Und zwar jeweils einen. Ha, jetzt haben wir schon drei extra Punkte. Verrückt. Schreiben wir aber gleich in die Hausaufgabenstelle noch dazu. Okay, der macht das Ganze jetzt hier und als Effekt, wenn ich das dann tatsächlich ausführe, habe ich in meinem Editor, das müsste dann ungefähr hier sein, in meinem Mockup-Editor, da gibt es hier diese ID-Map, da werden die ganzen Objekte, da steht jetzt eben unter Input meine neue Page. Verrückt, das hat funktioniert. Na? Und in der History gibt es ein Have-Page-Command. Verrückt, all die Sachen, die wir vom letzten Mal kennen. So, jetzt haben wir einen Interpreter gebaut. Hey, super cool. Ne, wenn ich diesen Befehl hier interpretiere, macht er mir eine Form. Wenn ich diesen Befehl hier interpretiere, macht er mir ein Input-Field. Boah, verrückt. Ne, Form hatten wir letztes nicht mal noch nicht. Guckt das im bei Wikipedia nach, wie das geht. Nee, nicht bei Wikipedia, im Internet, bei W3 Cool zum Beispiel, wie ein HTML-Form geht. Wir gucken uns gleich auch ein Beispiel an. So, das ist im Wesentlichen das, was jetzt der Interpreter können soll. Der soll solche Befehle ausführen können, und zwar für alle die Kommandos, die wir letztes Mal beim Editor haben, plus so eine Form. Na, also für Page, Form, Input, Label, und Line brauchen wir noch, glaube ich. Und dann jeweils das richtige Editor-Command aufrufen, damit das in der History tut. Und wir wollten noch Undo und Redo haben. Wunderschön. Was ich jetzt gebaut habe, ist, ich habe da drum einen Webservice gebaut. Das habe ich mit Java Spark gemacht. Das haben wir schon verwendet gehabt bei der Proxy-Hausaufgabe. Ihr erinnert euch. Na? Den verwenden wir jetzt wieder. Und da müssen wir mal einmal in das Build.Gradle reingucken. Dafür musste man hier dieses com Spark Java irgendwo hinschreiben. Was wir dann auch noch verwenden werden, ist ein Graphical User Interface Testing Framework für Webbrowser. Das ist dieses Selenite. Das gucken wir uns gleich an. Okay. Control-Tab. Der Mockup-Service. Wir sind immer noch in der Start-Methode. Das ist im Prinzip wieder so eine Bildermethode. Für
unseren Mockup-Service. Der hat hier den Mockup-Editor, den merkt er sich, benutzt, um so eine komische kleine Seite, die nennen wir Input, zu bauen. Da drin ist ein Formular und in dem Formular ist ein einziges Feld, Input-Feld, da können wir demnächst interaktiv im Webbrowser Kommandos eintippen. Ich lasse das mal laufen. Dann gucken wir mal, wie weit der kommt. Der Debugger. Ja. So, das ist das Selenite. Das macht so einen Graphical User Interface Test dafür. Das zeige ich im Wesentlichen gleich. Hier ist nochmal der Browser angehalten. Das möchten wir nicht. Jetzt ist das im Wesentlichen durchgelaufen. Das, was ich eigentlich zeigen wollte, ich gehe jetzt in einen ganz normalen Browser und mache hier so einen Localhost. Doppelpunkt 45678 habe ich das Ding, glaube ich, genannt. Da läuft der Service, den ich gerade gebaut habe und den wir gerade im Debugger gestartet haben. Und wenn ich da einfach auf direkt den Service gehe, kriege ich nur so ein Greeting. Wenn ich da auf Input gehe, kriege ich so ein Eingabefeld. Da kann ich solche Sachen machen wie schreib doch mal die Page P42. Das schicke ich mit Submit ab. Das geht an unseren Service. Der interpretiert die Zeile, die ich da hatte, führt die aus und hat jetzt intern in dem Mod-Editor ein Page P42 angelegt. Hab Vertrauen. Dann machen wir uns noch ein Label. L42 in der Page 42, auf einem Dings habe ich keinen Bogen. Und da schreiben wir solche Sachen drin wie coole Sache das von mir aus. Ne? Das schicken wir auch ab. Das hat er jetzt gebaut. Jetzt wollen wir das ab und zu mal angucken. Deswegen gibt es ein zusätzliches Ding, das nennt sich Output. Da kann ich die Name von der Page, die ich mir angucken möchte, angeben. Und dann kriege ich coole Sache das. Und das machen wir als Hausaufgabe. Genau dieses Ding. Na? Und da könnt ihr dann eben jetzt noch mehr coole Dinge tun. Zum Beispiel da jetzt noch ein zweites Label dahinter hängen. Lass uns das tun. Einfach weil wir es können. Label P43, Quatsch, L43. Wieder in die Page 42 reinhängen und dann jetzt mal, boah, ey, Submit. Okay, wenn wir jetzt zurückgehen, wer auf die Sache mit dem Output. Dann steht hier auch Borel dahinter. Ne? Boah, ich finde es toll. Ich bin schon ziemlich stolz auf mich. Das könnt ihr jetzt nach der Hausaufgabe auch alle. So, wie haben wir das gebaut? Stoppe ich nochmal. Gehen wir hier nochmal nach vorne. Wir machen dieses Mockup-Service Start. Das müssen wir uns einfach nochmal in Ruhe fertig angucken. Da waren wir schon relativ weit, aber da brauchen wir eben einfach noch mehr. Albert, lass mich dich kurz unterbrechen. Eine Frage im Chat. Eine Frage im Chat. Dann fragt mich doch. Macht doch, wofür habt ihr denn Mikrofone, Kinder? Ich kann sie dir auch sonst gerne stellen. Sollen wir dann ab jetzt Lines einfach lassen? Nee, also wenn man einen Zeilenvorschub braucht, dann ist es cool, wenn man eine Line hat. Na, wenn man alles nur in, wenn die ganze Seite nur aus einer Zeile besteht, dann braucht man das nicht. Aber wenn man mehrere Zeilen untereinander haben möchte, dann ist es cool, dieses Paragraph-Tag zu haben. Oder was anderes habe ich nicht gefunden. Ihr könnt irgendwelche Diff-Sachen machen und irgendwelche Style-Sheet-Geschichten. Aber das Simpelste ist einfach, ich möchte mehrere Sachen untereinander haben, mache eine Line drum. Na, aber jetzt eben der Einfachheit halber habe ich mir das jetzt hier gespart. Okay. Diese drei Kommandos bauen mir die Input-Page zusammen. Sieht das jeder? Na? Vielleicht müssten wir da mal reingucken, tun wir gleich. Na, also wie diese Form hier gebaut wird, das gibt noch mal, ist noch mal ein bisschen komplizierter.
Will ich das? Will ich das? Will ich das nicht? Alt 1. Das sind die Makro, die String-Templates, die ich dafür verwende. Da gibt es das String-Template für eine Form. Das hat wieder eine ID. Dann Content, das sind die ganzen Fields, die da drinnen sind. Und eine URL als Parameter, wohin der Inhalt der Form, wenn ich auf Submit drücke, geschickt werden soll, steht da im Wesentlichen. Und was man im Wesentlichen sagt, ist, man macht hier so einen Tag Form auf, sagt Action ist die URL, die ich hier als Parameter habe. Ich habe hier als Method Get eingetragen, das gefällt mir eigentlich nicht, ich habe es nicht anders hingekriegt. Wer das mit Post hinkriegt, ist besser. Dann kommen hier die Input Fields, die ich da drinne haben möchte. Und dann gibt es hier so ein spezielles Input Field, das hat den Type Submit. Und wenn man das hat, Value ist das, wie der Button beschriftet ist. Lass uns das mal in Send ändern, dann ist es gleich anders. Oh, Send. Ist das gut? Ja, ich glaube, ja, es geht. Müssen wir gleich mal gucken. Und dann schickt er diese ganze Sache an unseren Service in einem ganz bestimmten Format, das ich gleich noch erkläre. Damit das funktioniert, musste ich das Input-Template ändern. Da habe ich vorher immer nur ID gehabt und das hieß so, und das funktioniert für dieses Form-Ding, aber nur, wenn das die ID in einem Name-Attribut steht und nicht in einem ID-Attribut. Dann habe ich gesagt, mir doch egal, schreibe ich es halt zweimal da rein. Und da müsste, finde ich, ein Blank stehen. Ist da offensichtlich nicht sehr zickig. Na, ansonsten ist das alles genauso wie vorher. Okay, Ctrl-Tab, zurück zu unserem Mockup-Service. Das baut mir jetzt also den Mechanismus im Prinzip diese Seite hier, wo ich eben Kommandos eingeben kann. Ah ja, und jetzt habe ich die ja hier. Da können wir ja mit F12 mal in den Debugger gehen und uns das Ding hier angucken. Dann sehen wir, dass das eben, na, ihr seht das nicht gut, ne? Müsst ihr euch nachher im Video nochmal irgendwie bei YouTube angucken. Das ist eben eine Form mit Action ist slash CMD, Method ist Get. Da gibt es ein Input-Field drinne für, das heißt Command In. Und noch ein Input-Field für Submit ist hier noch, das Send habe ich noch nicht neu generiert. Und das ist im Prinzip die komplette Seite. Na, und immer wenn ich jetzt hier klicke, schicke ich einen Command an meinen Service. So, wo sage ich jetzt dem Service, dass er das alles können soll? Das passiert im Wesentlichen hier. Nochmal, ich weiß nicht genau, wie wir das bei dem Proxy-Pattern gemacht haben. Hier habe ich extra so einen Service-Ignite-Befehl. Das braucht man, wenn man mehr als einen Service in seinem Programm hat. Ich hatte gedacht, ich bräuchte zwei von diesen Spark-Web-Servern. Ich brauche aber nur einen, dann wäre es nicht nötig. Da kann man das weglassen. Dann müsste man halt einfach nur hier dieses Spark-Get weglassen und das als statische Methode aufrufen. Also das macht mir jetzt eigentlich meinen Web-Service, meinen Web-Server. Und im Wesentlichen sagt dieser Befehl hier, hey, mach bitte folgenden Port auf. Den habe ich hier in Parameter geschrieben. Und da steht irgendwo gibt es so einen Set-Port. Schlag mich tot, wo kommt der her? Im Interpreter-Test sage ich hier, mach mir einen Service, setze den Port, danach erst starten. Ja, das heißt, da kann man sich eben, wenn man mehrere Services braucht, da braucht jeder seinen eigenen Port und dann ist es cool, wenn man den explizit setzen kann und sagen kann, wo möchte man denn jetzt draufhören. So, am Schluss eines langen Satzes sollte euch diese Zeile hier so ungefähr noch bekannt vorkommen. Da sagt man im Wesentlichen, ich mache jetzt auf dem Localhost unter dem Port 45678 einen Webserver aus. Wenn da ein Browser kommt und schickt mir irgendwie nur an diese Adresse irgendwas, dann möchte ich gerne, dass diese Methode hier gerufen wird. Wenn jemand nach Slash Input fragt, Localhost Doppelpunkt 45678 Slash Input,
dann möchte ich, dass GetInput gerufen wird. Wenn jemand nach Output fragt, dann möchte ich, dass GetOutput gerufen wird. Und da kommt hier noch dieser komische Voodoo dahinter, da sage ich gleich noch was dazu. Die Input-Seite schickt, wenn ich auf diesen Send-Button schicke, den Content an /Command. Das habe ich da als URL eingetragen in diesem Formular, in dieser Form. Dann möchte ich gerne, dass die Methode Interpret aufgerufen wird von unserem Service. So funktioniert das ganze Ding. Und wenn irgendein anderer Aufruf kommt, dann schicke ich so eine 404 not found. Die Seite kenne ich nicht. Wenn einer nach /Hugo fragt, dann sage ich, nö, kann ich nicht. Oder /Hello oder irgend so ein Scheiß. Na? So, jetzt kommt hier wieder so eine Sache, das brauchen wir nicht wirklich unbedingt. Ich habe das jetzt der Sicherheit halber mal reingebaut. Wir werden diesen Webserver ein bisschen später dazu verwenden, um tatsächlich mit mehreren Leuten gleichzeitig darauf rumzuarbeiten. Das heißt, es machen sich auf verschiedenen Rechnern gleichzeitig Leute diesen Browserfenster auf und schicken dem hier Kommandos. Und da können parallel nebenläufig komische Dinge passieren. Grundsätzlich sind diese Webserver darauf ausgerichtet, dass sie parallel viele Requests von vielen Leuten abarbeiten können. Der Java Spark Service auch. Und die starten dann typischerweise, haben die so einen Pool von Threads und dann machen die so Executor-Jobs, die diesen Pool reinwerfen. Und dann werden die parallel abgearbeitet, so schnell es geht. Ja, und da werden eben nebenläufig viele Requests auf einmal abgearbeitet. Unsere Requests schreiben auf unserem Datenmodell, da werden ja ganz am Schluss so Command-Dinger ausgeführt, die in unsere Hash-Tabelle da so GUI-Mockup-Elemente eintragen. Schreibende Zugriffe auf eine objektorientierte Datenstruktur nebenläufig in Java ist eine total beschissene Idee. Ja, das machen wir schön nicht. Und deswegen ist immer das Erste, was ich mache, ist, ich klemme diese parallele Ausführung ab. Und das mache ich, indem ich mir einen eigenen Executor baue, einen Single-Thread-Executor. Ja, ich frage Java Util Concurrent Executors, mach mir einen Single-Thread-Executor und alle Jobs, die kommen, gebe ich meinem eigenen Executor als Parameter. Also anstatt dieses GetHello direkt der Get-Methode zur Ausführung zu geben, sage ich dem Get-Methode von meinem Webserver, sag bitte meinem Executor, dem einen einzigen, der in einem einzigen Thread läuft, Bescheid, dass er diese Methode ausführen soll. Das ist einmal nochmal so einen eigenen Thread drumherum gebaut und alles nur, damit alle diese Aufrufe, egal von wie vielen parallelen Leuten die kommen, an denselben Executor geschickt werden, der das dann sequenziell einen nach dem anderen abarbeitet, keine Nebenläufigkeit, keine Concurrent Modification Exceptions, kein zerschossenes Datenmodell, alles heile, alles easy schön. Wer glaubt, er kann das besser, gehe bitte zu allen Vorlesungen von Frau Fori, der darf das mit ohne so einen Executor verwenden. Wer da noch offene Baustellen hat, macht es bitte so. Na, ist einfach sicher. Funktioniert super einfach. Ja, das ist langsamer, aber hey, wir machen jetzt hier auch nicht Google. Ne, wir machen was uns Leichtes. Dazu könnte ich sonst mehr noch später sagen. Also deswegen gibt es hier diesen komischen Executor. Na, und das ist einfach ein Mechanismus, schaltet die Nebenläufigkeit ab. Man kann diesem Spark, glaube ich, auch irgendwie sagen, mach nur einen Thread auf oder so. Oder keine Ahnung. Aber da reagiert der irgendwie komisch. Aber das sollte man nicht tun. Also das Einfachste ist, sag ihm, hey, parallel schick solche Submit-Aufrufe an meinen Executor und der macht das dann schön nacheinander. Puh. Hey, das ist es. Wenn das alles ausgeführt wird, haben wir unseren Webserver am Start und der kann auf /input, /command und /output reagieren. Ist jetzt der richtige Moment für diese Doppelpunkt-Page-ID? Nee, das mache ich erstmal, erkläre ich das, wie ich das bei dem Command gemacht habe. Und das heißt, wir gucken uns mal dieses GetHello hier an. Am Schluss wird hier so ein GetHello gerufen. Na, und das ist eben eine lokale Methode. Da steht hier sys.getHello. Das ist eben in dem aktuellen Objekt. Und da bin ich in diesem Service. Da gibt es so eine Hello-Methode. Und ist das wirklich hier? Ja, ne, ich glaube, da bin ich. Keine Ahnung.
Die sagt einfach nur Hello from Mockup Service. Ne? Well, this in lecture. Ja, wenn wir das gleich nochmal neu starten, dann sollte dieser Aufruf dann da an den Start kommen. Sollte er ja anders antworten. So, das macht man normalerweise nicht so. Hier kriege ich prinzipiell den Request, also was habe ich da bekommen? Da kann ich nach der URL fragen und dann Fallunterscheidungen darüber machen. Und eigentlich schreibt man die Antwort in das Response rein. Habe ich nicht gemacht, hatte ich keine Lust zu. Na, man kann auch einen Return machen, funktioniert auch ungefähr. Aus irgendeinem Grund, weiß nicht genau, warum das funktioniert. Gehen wir mal zurück. Hier dieses Submit liefert so einen Future, heißt das, glaube ich, in Java zurück oder ein Callable oder irgendwie ganz komisches Ding. Es liefert prinzipiell führt das diesen Methodenaufruf auf und legt, der geht genau bis hier. Das Submit nimmt diese Methode, die es rufen soll, als Parameter, merkt sich die intern, ruft die prinzipiell, baut ein Hilfsobjekt, ruft die Methode auf, wartet, bis die Methode fertig ist. Entschuldigung, nein, das baut ein Hilfsobjekt, so ein Callable-Objekt, und liefert das Callable-Objekt zurück. Und nebenläufig wird dann die Hello-Methode aufgerufen und im Wesentlichen da was reingetan. So, das heißt, dieses Executor-Submit kommt relativ schnell zurück. Dann ist der Browser, der Webserver bereit für die nächste Anfrage. Das GetHello ist erstmal nur irgendwo hinterlegt. Was er dann noch macht, ist, er ruft auf dem Objekt, was dieses Submit zurückgibt, da ruft dann Get drauf auf. Dieses Get sagt jetzt, ho, warte bitte, bis dieses Hello wirklich ausgeführt worden ist. Das Hello liefert ja dann so einen String zurück, tut das in dieses Wrapper-Objekt rein und das Get rufe ich auf dem Wrapper-Objekt ein und das wartet so lange, bis da wirklich ein Ergebnis vorhanden ist und dann liefert er das Ergebnis zurück. Und alles dieser ganze Scheiß ist komplizierte, seltsame Nebenläufigkeitsbehandlungen und so macht man das halt einfach in Java. Und ich werde nie wieder was über Async und Wait in TypeScript sagen. Das ist genau der gleiche Scheiß. Ne? Ja. So, GetInput. GetInput sagt jetzt einfach nur, hey, du hast doch so einen Editor, da haben wir doch eben so eine HTML-Mockup-Text zusammengebaut. Ruf doch mal GetHTML auf mit dem Namen von dieser Input-Page. Ne, und das GetHTML besorgt sich ja dann mit GetterCreate dieses Page-Objekt, ruft da drauf dann diese String-Templates auf den Keys und so weiter, baut sich diese HTML-Seite zusammen mit diesem Input-Field und dem Form drumherum, liefert uns das zurück als String. Und das ist der String, den jetzt unser Webserver dem Browser zurückschickt. Ne, anstelle von so Hello World sagt er jetzt einfach, ich habe hier so einen HTML-Text, kannst du den bitte mal darstellen? Und weil das mit kleiner HTML anfängt, sagt er, oh, das ist ja HTML, super, das sind Formatierungsanweisungen und andere Anweisungen. Dann weiß ich jetzt, welche Seite ich rendern soll. Und das macht dann letztendlich der Browser. So, das am Schluss. Hier diese Seite dargestellt wird und intern gibt es hier diesen Text, der das macht. Verrückt. So, wenn ich auf Submit klicke, dann wird das an Form Action, da steht Slash Command, geschickt. Und das ist die URL, wo ich das hingeschickt bekomme. Und davor hängt dann noch den eigenen Rechnernamen, also Localhost 45678 von der Seite, auf der dieser Input-Field selber, dieses Formular selber zu Hause ist. Das heißt, er schickt das an den gleichen Server, wo die Seite mit diesem Formular herkommt. Im Wesentlichen. Okay. Das ruft dann hier intern die Methode interpret auf, guck mal hier, ne, slash command, geht auf interpret, das ist die Methode da. Request und response sind immer die Parameter, die kriegt man standardmäßig von diesem Spark-Kram zurück. So, was der jetzt macht ist, jetzt geht er mal hin und sagt diesem Request hier, ich hätte gerne von deinen Parametern was zurückbekommen. Ich will ja auf den Content von meinem Formular zugreifen, also auf das, was hier in diesem Field eingehackt wurde.
Wenn ich das mit der get-Method schicke, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann hängt der an diesen localhost 45678/command ein Fragezeichen an, dann den Name von dem Formularfield und dann den Content von dem Formularfield. Jetzt sind in dem Content von dem Formularfield Blanks drinne. Die ersetzt er durch Plusse. Da kann man auch andere Sachen reinschreiben. Fragezeichen. Fragezeichen sind blöd, weil die brauche ich hier vorne, um den URL-Anteil von dem Parameterteil zu trennen. Da macht der komische andere Buchstaben drin. Da habe ich auch schon ganz oft gerne so %20 gesehen. Das ist für Blanks eigentlich. Spannender Punkt. Aha, Glück, dass Sie das verwenden hier in diesem HTML-Formular, mein Browser. Okay, Plus ist das Neue, früher stand da %20. Gleichheitszeichen sind da auch komisch, weil die eigentlich hier hingehören. Kaufmännische Uns werden benutzt, um mehrere Parameter zu treffen. Diese ganzen Sachen müssten dann maskiert werden. Ne? Da gibt es dann so komische Encodings dafür, das kann man alles irgendwo nachgucken. Glück ist Geschick enthält unsere Dinger keine komischen Sonderzeichen. Kommata wären zum Beispiel auch eine schwierige Nummer. Die müssten auch irgendwie alle encapsulated werden. Da müsste man die auf der Empfängerseite wieder auseinanderpacken. So, jetzt ist es tatsächlich so, dass dieses Dekodieren von diesen kodierten Parametern, das macht Spark für uns. Das brauchen wir nicht extra machen. Und das macht im Wesentlichen diese Query-Params-Methode. Der nimmt jetzt das, was hinter dem Fragezeichen steht. Da steht dann immer sowas wie Command in gleich und dann der Text. Für jedes Formular der Name, für dieses Inputfeld aus meinem Formular, der Name, gucken wir uns nochmal an, weil hier Name Command in für dieses Inputfeld steht, können wir jetzt mit Command in gleich Label irgendwas auf, also mit dem Parameter Command in auf den Value hier zugreifen. Und das machen wir hier. Ne? Und wir wissen einfach, dass unser Formular uns den Content von dem Command in dem Field schickt, den wir dem Namen gegeben haben. Und deswegen passt das jetzt. So, hey, dann kommt hier ein Command-Text rein, den wir vorhin geschickt haben. Dann sagen wir unserem Editor, hey, da kommt, unser Benutzer hat einen neuen Befehl eingegeben. In so einem textuellen Format, führt den nochmal aus. Ne, das ist jetzt dieses Editor-Interpret, das in dieser Interpreter-Map nachguckt, die wir hier initialisiert haben und dann sagt, ist es ein Page-Befehl, Line-Befehl, Input-Befehl und den richtigen Befehl ausführt. Ne? Kids don't try this at home. Ne, wir haben gerade ein User-Interface gemacht, wo Benutzer Texte eintippen können, die als Befehl in unserem Interpreter ausgeführt, in unserem Server ausgeführt werden, ohne irgendeine Sicherheitsprüfung. Also jeder kann da jedweden Befehl ausführen. Und das ist jetzt wirklich nicht mehr schwer, daraus einen Exploit zu machen und unseren Server zu hacken. Na, also sowas darf man auf gar keinen Fall tun. Na, wir machen das jetzt mal. Das ist eine Riesensicherheitslücke. Also dieser Server, dem würde ich mein Geldvermögen nicht anvertrauen. So formuliere ich es jetzt mal. Und ich würde ihn nicht auf Hetzner laufen lassen, weil die reagieren auch immer sehr empfindlich. Na? Hey, cool. Zurück. Das war klar. Ah, so, danach, also jetzt hat der so einen Befehl gekommen, mach mir die Page Nummer P42. Hat das auch intern ausgeführt. Das heißt, der Editor hat in seiner ID-Map für P42 jetzt so einen Eintrag. Alles cool. Mit get.html könnte ich ihn dann fragen, kannst du mir das mal bitte machen? Jetzt habe ich ja von meinem Formular aus meinem Browser raus, einen Request an meinen Server geschickt. Der Server antwortet jetzt mit irgendwas und diese Browser sagen, immer wenn ich einen get-Request kriege, möchte ich als Antwort eine HTML-Seite haben, die ich danach darstellen kann. Das heißt, ich muss dem jetzt als Antwort die nächste HTML-Seite schicken, die er jetzt anzeigen soll. Und die nächste Seite ist halt der nächste Interpreterbefehl. Deswegen ich jetzt hier einfach getInput aufrufe. Das ist die Seite, wo auf die /input auch zeigt. Und dann macht er so einen Editor getHTML und rendert mir wieder die Input-Seite.
Ne? So, haben wir noch Get-Output. Ne? Da haben wir hier diesen komischen Mechanismus. Und das ist ein anderer Mechanismus, wie man Parameterübergabe machen kann bei solchen komischen URLs. Also, ich hatte einfach keinen Bock auf der... in meinem Browser zu schreiben Output 4, 5, 6, 7 Output, Entschuldigung, Fragezeichen Page gleich P42. Das war mir einfach zu viel Tipperei. Na, das wäre der gleiche Mechanismus gesehen, wie wir vorher hätten. Dann hätten wir mit Get-Params, Get-Query-Params, hätten wir fragen können, was hat er mir denn da als Page-Parameter übergeben, hätten wir die P42 gekriegt, hätten wir das machen können. Okay. Das war mir zu viel, dann habe ich gesagt, ich lasse mal diesen Teil hier vorne weg und mache dann einen Slash hin. Eigentlich sagt das, greife auf eine Unterpage von Output zurück. Aber die Page P42 gibt es nicht. Oder die URL habe ich hier nicht statisch eingetragen. Ne? Der hätte ja anstelle von P42 hätte der auch Input dahin schreiben können oder P1 oder irgendeine andere Seite, die ich vorher irgendwann mal angelegt habe. Und wenn man hier so einen Doppelpunkt macht, dann sagt er, okay, alles was nach Output folgt, daraus mache ich einen Parameter Page-ID. Und in der Methode, die hier Schluss, das packe ich in diesen Request und dann kann ich den Request mit Params fragen. Nicht mit Query-Params, sondern mit Normal-Params nach diesem Page-ID. Und das ist jetzt der Text, der hinter dem Doppelpunkt kommt. Ja, der macht einfach, da kann man mehrere Sachen, glaube ich, sogar angeben. Nochmal ein Slash und dann nochmal so ein Ding und nochmal so ein Slash und nochmal so ein Ding. Dann kriegt man am Schluss einen Aufruf für alle diese Dinger, die man da kriegt, und dann kriegt man die ganzen Sachen als in so einer Hashmap in der Params-Map übergeben. Verrückt. So, das heißt, mit ein bisschen Glück habe ich dann nachher hier drinne die Seite, die ich anzeigen soll. Dann mache ich ein GetHTMLPageID. Frage ich mal im Editor, kannst du mir die Seite mal in HTML übersetzen oder den HTML-Text erzeugen, und den liefere ich zurück. Fertig. Na? Und auf dem Weg habe ich jetzt hier im Prinzip mir meine Output P42, hallo, ist nicht erreichbar. Ja, der Service läuft nicht. F9. Lassen nochmal laufen. Wie spät haben wir denn eigentlich? Und wo zur Hölle ist mein Handy? Oh. Wunderbar. Die Welt ist gerettet, mein Handy ist wieder da. Habt ihr alle eure Corona-App schon runtergeladen? Eieiei, Fabian, das rettet dein Leben oder das deiner Mitmenschen. Okay. Jetzt läuft ja wieder dieser Service. Das heißt, wenn ich jetzt hier Output P42 mache, dann steht da Empty Page. Ah ja, weil das ist jetzt weg. Hat er recht. Output P1 gibt es. Ich gehe nur auf den richtigen Browser und danach zeige ich das Ding, das ich jetzt hier gerade hatte. Also da steht Empty Page, das heißt, die gibt es nicht mehr. Wenn ich auf die Input-Seite gehe, den gibt es. Und dann, dem das jetzt nochmal schicke, dann machen wir mal Page 23. Hey, das hat er geschickt. Verrückt. Und dann irgendwie Label L1 P23.
Juhu. Send. Und jetzt, ich mache mal eine neue Seite auf. Localhost 45678. Auf den möchte ich. Hallo, läufst du? Läuft nicht. Läuft nicht. Warum nicht? Switch, wenn der ist auf dem Breakpoint gelaufen. Weiterlaufen lassen. Da kommt jetzt dieses Hello from the Mockup Server with in lecture. Text, den wir eben geändert haben. Ihr erinnert euch. Das hat nicht funktioniert. Line cannot be cast to label. Was habe ich gemacht? The Label. Oh. L1, die Nummer war schon vergeben. Da hat er so ein Getter Create gemacht, hat sich die geholt, als er das Have-Label-Command durchführen wollte und war dann sehr unglücklich. Ist ja cool. Dann machen wir doch hier ein L23 draus. Send. Wunderschön. Das hat er jetzt ausgeführt. Wenn ich jetzt hier auf Output gehe und dann P23, dann stellt er das Juhu auch dar. Wunderschön. Ich könnte hier Output sagen, oh, kannst du mir bitte mal die Input-Seite anzeigen? Und jetzt könnt ihr mal überlegen, warum das dabei rauskommt. Ne? So, das heißt, prinzipiell kann ich hinter Output den Namen von irgendeiner Seite angeben, und dann besorgt er mir die. Und bei Input kann ich ihm Kommandos einhacken, zeigt er mir ein Formular an, da kann ich Kommandos einhacken, die führt er aus. Ne? Wunderhübsch. Und damit haben wir prinzipiell alle Funktionalität, die WordPress oder so ein Document Management System hat. Ne? Wir können hier beliebig viele Seiten in unserem Service verwalten, und alles ist gut. Ne? Was wir noch von euch dann wollen, ist, dass ich jetzt hier, wenn ich mich vertippt habe und das merke, so ein Undo eingeben kann und das wird dann rückgängig gemacht. Ne? Und der sagt jetzt nur, Undo kann ich nicht im Augenblick. Ne? Wunderschön. Ich glaube, das war. Nee, jetzt weiß ich noch, was ich noch zeigen wollte. Jetzt gucken wir uns gerade noch mal an, wie teste ich so einen Scheiß? Wir machen ja testgetriebene Entwicklung. Das heißt, ihr solltet einen vollautomatischen Test haben für diese Funktionalität von dieser Input-Page. Das heißt, das müssen wir alles mal prüfen, ob das geht. Dafür mache ich jetzt hier so ein Mockup-Service-Ding, setze den Port, starte den Service. Das heißt, jetzt wird die Interpreter-Page, die Input-Page gebaut. Und dann anschließend werden diese ganzen Get-Dinger, Kommandos ausgeführt und diese Händler dafür angemeldet. Dann kommt hier so ein komischer Befehl, der heißt Open. Den habe ich importiert von Selenite. Selenite ist, Selenium ist eigentlich das Ding in Java. Das ist eine Firma, die macht Graphical User Interface Testing Geschichten. Und die sind in diesem Webbereich unheimlich stark. Und das ist die Bibliothek, die man da braucht. Das hatten wir eben uns bei build.gradle schon angeguckt, was man da eintragen muss. Und wenn man das macht, dann kann man hier so einen Open-Befehl haben und so einen Dollar. Das ist alles, was man braucht. Die werden static importiert, damit man nicht jedes Mal so einen Namen davor schreiben muss. Und dann kann ich sagen, oh, öffne mir doch mal bitte http://localhost45678. Und wenn ich das tue, F8, dann dauert es einen Moment. Dann dauert es einen Moment. Dann dauert es einen Moment. Wäh. Ich finde, es dauert zu lange. Ich töte den mal. Mach mal den Breakpoint hier hinter. Und dann gucken wir mal. So, dieser Open-Befehl macht jetzt nichts anderes, als einen Webbrowser zu starten, der da mit drin ist in dieser Bibliothek. Und da ist ein Chromium-Webbrowser drin. Da geht ein eigener neuer Webbrowser auf. Und dann wird diesem Webbrowser gesagt, geh doch mal bitte zu dieser URL. Ne?
Also eigentlich hat er jetzt gerade einen kleinen Chrome-Browser gestartet. Der kann tatsächlich auch fast alles, was Chrome kann. Man kann noch mehr so Tabs aufmachen. Da kann man so Hello Google hinschreiben. Nee, oder was kann man denn googeln? Corona-Warn-App oder so. Dann startet der Google alles, was man so hat. Das ist ein vollständiger Browser. Völlig verrückte Sache. Hey, Fabian hat es installiert. Sehr gut. Der holt sich dann eben diese Seite von jetzt unserem Server, den wir ja vorher gestartet haben, der parallel in irgendwelchen anderen Threads läuft, der ja diesen komischen Executor noch hat, und stellt dann das Ergebnis dar. Das macht diese erste Zeile hier. Starte einen Webbrowser, öffne diesen Host. Ne? Damit kann man sich auch wirklich cool so Bots machen, die fremde Seiten steuern oder so. Ne? Also so ganz coole Sachen. Wenn ihr dann irgendwie mal so ein Internetspiel habt und das geht euch tierisch auf den Sack, macht das mit Selenit. Ne? Könnt ihr euch eine automatische Fernbedienung dafür bauen. Das geht wirklich. Hey, das wollte ich mal für mein Spiel tun. Für Forge of Empire. Lass uns das mal machen. Macht das doch mal. Okay. Kann der, super coole Sache das. Jetzt möchte ich ja wissen, die Seite, die der da gebaut hat, ist die so, wie ich das erwarte? Dafür benutze ich dieses komische Dollar-Ding. Das haben die von jQuery abgeguckt. jQuery, wer kennt das? Das ist so im JavaScript-TypeScript-Umfeld was. Damit kann man so die syntaktische Struktur von so einer HTML-Seite durchlaufen. Weiß nicht, was er da jetzt gerade für ein Problem hatte. Also, was ich hier mache, ist, ich sage, Dollar, such doch mal nach irgendwas, das diesen Text hier beinhaltet. Das hätte ich auch irgendwie einfacher haben können. Habe ich jetzt halt so gemacht. Und dann gebe ich hier Hello an. Ne? Und im Wesentlichen bedeutet der, durchsuche die HTML-Seite nach, ob da der Text Hello drin vorkommt. Und weil das bei uns der Fall ist, liefert der jetzt True. Ne? Und damit ist das geklappt. Na, eigentlich sucht er in dem ganzen HTML-Seite, das hat ja solche, so eine syntaktische Struktur, nach dem Element, das Hello beinhaltet. Wenn ich das tue, liefert er mir das zurück. Jetzt ist wieder so F8, Mist. Jetzt habe ich hier in Hello was drinne stehen, was offensichtlich, das ist ein Selenite Element Proxy. Das ist so ein Objekt, das zeigt auf meiner HTML-Seite. Und das kann ich jetzt fragen. Ich hätte gerne, dass das Element, das du da gefunden hast, den Text Mockup Service enthält. Und wenn nicht, bin ich echt unglücklich. Dieses Should Have ist das gleiche wie so ein Assert That. Das schmeißt eine Exception, wenn nicht. Und dann fliegt mir der JUnit-Test um die Ohren. Na? Also das besorgt sich ein Element von meiner HTML-Seite oder einen Teilbaum. Und dann kann ich anschließend diesen Teilbaum fragen, hast du bestimmte Eigenschaften? Ich kann mal auf Attribute zugreifen, auf Texte, kann da auch Schreiben drauf zugreifen, sehen wir gleich. Ja? So, in unserem Fall haben wir Glück, weil das in unserem Ding vorkommt. So, dann sagt er, oh, jetzt hätte ich gerne eine andere Seite. Browser, öffne doch mal HTTP Localhost 45678 Input. Wenn ich das tue, dann habe ich hier diese Input-Seite. Da kann man sogar Control größer mitmachen. Verrückt. Na, jetzt habe ich hier die Input-Seite geöffnet. Wunderhübsch. Dann sage ich, such doch mal, jetzt habe ich hier nichts anderes angegeben als Hochkommata gutter command in. Der Default, wenn ich hier nur einen String übergebe, ist, wende einen CSS-Selektor an. CSS steht für Cascading Style Sheets und das ist eben ein Mechanismus, mit dem man so Layout-Anweisungen an HTML-Sachen setzen kann. Da muss man immer sagen, Element so und so bitte so und so darstellen. Die Breite, die Höhe, die Farbe. Und davon hat man ganz viele Statements in diesem CSS drinne. Und da kann man eben vorne eben auf verschiedene Art und Weisen sagen, welches Element oder welche Elemente meint man. Und wenn das Element einen Namen hat oder eine ID hat, wenn das Element eine ID hat, dann kann man mit Hashtag und dem ID-String auf das Ding zugreifen. Also jetzt sagt mir das, liefer mir das Element zurück, das die ID Command in hat. Und dann mache ein Set Value
setze das Value-Attribut von diesem Input-Field auf Page P1. Und wenn ich das tue, erst nochmal vorher, Command E, da steht hier Command Fragezeichen, F8, hoffen, 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 denken, klicken, hoffen, hoffen, denken, hoffen, hoffen, denken, warum dauert das jetzt so lange? Zur Not müssen wir es anbrechen. Ah, jetzt ist er da. Dann steht hier Page P1 drin. Völlig verrückte Sache das. Ne? So, und dann sage ich jetzt, such mal bitte das Element mit der ID Submit und da klick bitte drauf. Und wenn ich nicht zu viel geändert habe, ist das der Submit-Button. Ne, den Text haben wir, glaube ich, auf Send geändert, aber ich meine, das müsste es tun. Ah, der braucht noch. Hey, hat er gemacht? Nee, hat er nicht gemacht. Hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe den Text ja geändert. Ah, F12. In der Form. Der ID heißt noch Submit, der Type heißt noch Submit und der Value heißt Send. Ich suche nach ID, Submit müsste funktionieren, finde ich. Ja, wir wissen es nicht. Wir stoppen den Debugger mal und starten den ganzen Scheiß von vorne. So, jetzt startet der meinen Webserver neu, baut mit dem Editor diese Input-Page neu zusammen. Startet den Browser, macht dieses Hello damit. Hello, und dann hat er, habt ihr gesehen? Ha, war ganz deutlich, guckt euch das Video an. Da war ganz kurz P1 zu sehen und jetzt steht da wieder Command-Fragezeichen. Er hat wirklich das abgeschickt, hat funktioniert. So, dann sagen wir, jetzt schreibt er bitte Line L1 P1 rein. Yeah. Braucht aus irgendeinem Grund, unerfindlichen Grund, ewig und 3 Tage. Jetzt steht da oben Line P1, L1 P1, wunderschön. Mach einen Klick. Vielleicht nochmal so nebenbei gemerkt, diese einzelnen Aktionen, da ist relativ viel Concurrency im Spiel. Der schickt ja eigentlich ein Kommando an diesen Browser, dass da bitte was passieren soll. Und der Browser macht dann irgendwann mal, wenn er mal Zeit und Lust hat, reagiert er da drauf, wenn er nicht gerade irgendwie denkt, ich möchte noch ein Bild laden oder sowas, und führt das dann aus. Dieser Test hier, der hat dieses Set-Value relativ schnell abgearbeitet auf der Java-Seite. Da hat der Browser das noch gar nicht empfangen, dann würde der gerne schon dieses Klick machen. Und tatsächlich ist hier implizit noch so ein Wait eingebaut, der wartet, bis der Browser bestätigt, dass er das tatsächlich durchgeführt hat. Und erst dann führt er die nächste, kommt dieses Set-Value hier zurück. Da passiert relativ viel Vue und relativ viel komplizierte Concurrency-Issues, die man da betrachten muss. So, jetzt macht der mach mir einen Label, L2, L1 Design Pattern. Man achte auf den Underscore, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ne, Blanks ist da ein bisschen sensibel. Macht wieder so einen Klick. Dann macht er so ein Z-Value, Input in 1, L1, Hello World. Und wieder so einen Klick. Und ich glaube, da setzen wir mal einen Breakpoint hin und laufen bis dahin vor. Iha. Jetzt steht hier Input in 1 L1 Hello World. Wunderschön. Hat sogar die Rechtschreibprüfung eingeschaltet. Völlig verrückte Sache. Das schicken wir jetzt auch. Tada, tada. So, hier sind relativ wenig Assertions oder Should Have-Befehle drin. Ne? Im Wesentlichen ist dieser Selektor hier vorne schon das Gleiche. Wenn der das Element, nach dem ich da suche, nicht findet, wirft der schon, dann gibt der Befehl danach eine Null Pointer Exception. Oder ich glaube, wenn er es nicht findet, dann nörgelt er schon alleine rum. Das heißt, wenn dieser vordere Teil hier ausführbar ist,
dann sieht die Webseite schon ziemlich so ähnlich aus, wie ich das erwarte. Da sind die Elemente, die Bedienelemente, die ich hier bedienen möchte, auf jeden Fall da drauf. Und das ist immer schon ein gutes Zeichen. Also zu 2/3 ist die Seite schon getestet. Wir testen gleich nochmal mehr. Jetzt habe ich mir prinzipiell so eine neue Seite mit der ID P1 zusammengebaut. Deswegen sage ich jetzt dem Browser, oh, zeig mir doch diese P1-Seite mal an. Na, immer noch der gleiche Browser. Und da sollte jetzt nicht Empty Page stehen, finde ich. Ja, das ist ein Timer, irgendein Timing-Problem, schätze ich mal. Stelle ich mal hier. Breche das nochmal ab. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn ich den abbreche, den Browser, dann lässt er manchmal die alte Seite stehen. Und dann weiß man nicht mehr, auf welche man guckt. Auch sehr tückisch. Die muss man von Hand schließen. Habe ich. Mach mal auch mal zu. Mach auch mal zu. Da ist noch eine. Das werden dann auch relativ schnell relativ viele. So, Moment. Man sieht euch. Wo wollte ich denn hin? Hier. Genau. F9. So, jetzt läuft das alles durch. Er gibt den Page, den Line, den Label, den Input-Befehl ein und hat die Seite angezeigt, die wir uns da draus gebaut haben. Na, da steht jetzt Design Pattern. Da steht im Augenblick noch Hello World Fragezeichen drin. Jetzt macht er so ein Set Value da drauf. Hier hat er so ein Should Have gemacht. Guckt nach, ob das Wort Design in dem Text drin vorkommt von dem Label 2. Das führen wir auch noch aus. Hoffen mal, dass er das noch hinkriegt. Wenn nicht, müssen wir es nochmal neu starten. Hey, da war was. Jetzt steht da Hello Service in diesem Input-Field. Na? Ich denke mal, das ist ungefähr klar geworden. Man kann mit diesem Selenite sich eine Seite anzeigen lassen. Kann fragen, steht da folgender Text drauf auf dieser Seite irgendwo? Kann sich so ein Input-Field besorgen, da Text reinschreiben, kann sich so einen Button besorgen, da draufklicken. Hey, fertig. Mehr braucht es nicht. Und damit können wir unseren Browser oder den da drin enthaltenen Browser fernbedienen. Und damit können wir im Prinzip so ein Graphical User Interface Test machen. Und sagen wir dafür, wie cool das funktioniert, ist das eigentlich relativ einfach programmiert und gemacht. Ne? Sodass wir jetzt wirklich einen Graphical User Interface basierten Test für unsere ganze Funktionalität machen. Und genau so einen Test möchte ich gerne in der Hausaufgabe sehen. So, das heißt, Hausaufgabe, du mal F9, dann ist der, geht der weg. Hausaufgabe war, baut ein Interpreter, der diese Befehle alle kann. Das hatten wir vorhin schon durchgegangen, was man macht. Da fehlen noch ein paar. Da denkt euch die selber aus. Insbesondere braucht ihr so einen Formularbefehl. Baut um diesen Interpreter so einen Service, so einen Java Spark Service, der so ein get/input kann, ein get/command kann und ein get/output Doppelpunkt-ID kann. Und das get/input soll eben so ein Formularfeld zeigen. Also das hier in grau, das ist ein Mockup von der HTML-Seite, von der Webseite, die man da sieht. Hier oben steht http://logloss45678/input und das ist der Content, den man dann sieht. Hier, das soll das Eingabefeld sein, das soll der Send-Button sein. Na, und dann braucht man noch ein Formular drumherum, klar. Ja. get/command allows to interpret. Genau. Wenn ich da auf das Send drücke, wird der Text, der hier drin steht, an dieses Ding hier geschickt, an das get/command und dann wird das ausgeführt und ich kriege eine neue Input-Page, wo ich das nächste Kommando machen kann. Und mit get/output und bottle.id kann ich mir dann die Seite, die ich hier oben zusammengebastelt habe, angucken. Das Ganze mit dem Graphical User Interface, Selenite-Test drumherum und schon fertig. Ich habe noch nicht mit
Adrian und Max gesprochen. Wie viele Punkte wollen wir dafür geben? 30? 40? Wie viel denn? Adrian, sag was. Naja, also wir würden jetzt nicht so mega übel viele P Punkte dafür geben, weil es ja größtenteils auch einfach Sachen von der letzten Hausaufgabe einfach nur kopieren ist. Aber schon ein Also ich bisschen würde jetzt nicht kopieren, über ne? 20 hinausgehen. Na gut, 20 plus diese drei Sonderpunkte, die wir eben hatten, ne? Ando, Rido und wir hatten noch einen. Aber wenn man das mit Mit den Post macht, Spaces. ja, mit Genau. den Spaces, genau. Okay. Ihr habt den großen Meister gehört. Es gibt also nur Ando, Rido und Spaces sind 23 Punkte. Diesmal. Genau. Alles klar. Okay. Fragen zur Hausaufgabe oder jedem ungefähr klar, was er machen muss? Na, und ich hoffe, ich habe nicht so viel vorgemacht, damit es auch spannend bleibt. So, das haben wir da. Dann sind wir hiermit klar. Nächste Woche, jetzt haben wir hiervon die Fabrikmethode behandelt, die abstrakte Fabrik, den Erbauer, das ist dieser Bilder. Prototype haben wir gemacht, Singleton sage ich noch was dazu. Und dann sind wir mit den Design-Pattern tatsächlich relativ durch. Ich mache noch so ein paar, hole ich noch ab. Und dann kommen aber tatsächlich Sachen, die gehen über das reine Buch dann hinaus. Bis jetzt haben wir uns eigentlich noch relativ an den Book-Content gemacht, aber wir haben tatsächlich noch so 4 Wochen Zeit. Grob. Das heißt, wir können noch so ein bisschen was machen. Wir machen noch mal so ein paar andere Architekturgeschichten, die sich an die Design-Pattern-Vorlesung im Großen und Ganzen anschließt. Ich weiß nicht, ob wir noch mal alle 4 Wochen brauchen oder ob wir machen. Ah, da kommt noch eine Frage, ob noch was zu RabbitMQ kommt. Weiß ich noch nicht. Vielleicht. Schöne Idee. Eigentlich müsste man eigentlich tun. Also gehört zu diesem Command-Pattern auch irgendwie dazu. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch passiert. Ja, wir haben im Augenblick ja nur einen Webserver laufen. Und spannend wird das, wenn man mehr als einen hat und die sich untereinander unterhalten wollen. Und wenn die das nicht mit diesen HTTP-Sachen machen wollen, sondern wenn die dafür einen Message-Broker verwenden wollen. Und da müsste ich aber machen, ein komplizierteres Beispiel bauen. Aber ich denke, da werden wir hinkommen. Es gab ein Problem beim Erstellen der Repos mit dem Assignment-Link. Wir haben das Assignment neu angelegt. Ah ja, es gibt einen neuen Link. Der ist bestimmt jetzt auch auf der Webseite schon eingetragen. Während ich das vorgetragen habe, konnten die das bestimmt ändern. Ne? Das heißt, der jetzt auf der Webseite ist, auf meinen Slides, ist richtig. Jo, prima. Dann habe ich wieder überzogen heute oder geht's? Ungefähr, oh, 2 1/4. Übertreib's auch immer. Alles klar, tut mir das leid. Dafür machen wir wahrscheinlich hinterher eine Vorlesung weniger. Okay, aber ich wollte auf jeden Fall die Hausaufgabe gut erklärt haben. Dann viel Spaß mit der Hausaufgabe und wir sehen uns nächste Woche und dann wird es bestimmt ganz kurz. Tschüss.